Landsberg am Lech. Wir sind im Dezember und es ist so schönes Wetter, dass man denkt, was wäre Frühling. Es ist auch richtig warm. Heute Nacht war es aber kalt. Wanderkuss kommt aus Wien, aber das, was sie entwickelt haben, ist europaweit verfügbar, denn ja, es ist wirklich toll. Es ist, die Entwicklung kommt einmal aus Baden-Württemberg, aus der Schwäbischen Alb, genau, und aus Wien. Es ist eine Koproduktion und das, was wir sehen, ist wirklich ein Anhänger, der wahrscheinlich euch beide überleben wird. Ja, ich grüße dich, Christoph. Servus. Ja, ich grüße dich. Ich grüße dich, Claudia. Ja, du bist unglaublich aufgeregt. Du hast nämlich Deko hast du noch organisiert, hast alles gemacht. Also ich bin ja immer die, die immer schaut, dass alles gut aussieht und er ist fürs Praktische. Und das lässt sich ganz gut kombinieren und ja. Also meine Frau sagt zu mir immer, ich wäre totally useless, ja, ich wäre total unnütz, ja. Also weil, das würde ich nicht sagen, also Christoph ist auf keinen Fall unnütz. Also. Ist er Handwerker? Absolut, absolut. Und nicht nur das, er ist so ein über den Tellerrand-Denker und es vergeht kein Tag, wo er nicht in der Früh aufsteht und eine neue Idee hat. Okay, ja, ihr habt mich angerufen, dann haben wir gesagt, okay, ihr müsst nicht nach Saarbrücken kommen. Ich bin zufällig in Landsberg am Lech am Drehen, in der Nähe von München. Wir waren ja bei Bimobil zuerst und das war ganz gut, dass wir uns nicht getroffen haben bei Bimobil, weil das Wetter hat bis gestern noch geregnet und jetzt guckt euch das mal an. Ja. Wir sind direkt am Lech. Ich muss euch das mal zeigen. Wenn Engel reisen, ne? Bitte? Wenn Engel reisen, sage ich immer, ist immer schön. Ich zeige euch das mal. Das ist der Lech und wir haben hier einen Imker getroffen, der hat uns erlaubt, dass wir hier stehen dürfen und das Ganze hier filmen. Und der Lech ist hier besonders breit. Das ist also hier, ich glaube, der ist sogar gestaut hier. Also schöner geht's kaum. Und wir wollen euch zeigen, ein sehr kompaktes Konzept für Leute, die gerne ein Auto dabei haben möchten. Ihr seid ziemlich stark unterwegs und ein Wohnmobil kommt für euch überhaupt nicht in Frage, richtig? Genau, ja, richtig. Also wir nennen das ganze Konzept Vanlife Trailer, weil wir eigentlich dieses Lebensgefühl, so wie wir jetzt auch hier stehen, eben reisen, immer woanders stehen, so wie es man eigentlich mit einem Van normalerweise macht, das wollen wir hier in diesem Konzept eben auch machen. Wir haben deswegen sehr kompakte Außenmaße gewählt. Wie lang ist der? 5,70 Meter und nur 2,18 Meter breit, das heißt ohne Außenspiegel zu fahren. Und wir kommen überall dorthin, wo das Auto auch hinkommt. Und das ist uns halt deswegen sehr wichtig, weil wir halt eigentlich jeden Tag woanders stehen wollen und nicht immer auf einem Campingplatz sein wollen. Wie habt ihr euch kennengelernt eigentlich? Ich nehme an, ihr seid ein Paar, ist nicht Bruder und Schwester. Eigentlich habe ich ihn kennengelernt, weil er genauso aussieht wie sein Bruder und mit dem war ich gemeinsam mit der IBM, ich komme aus der IT. Und das ist schon eine Zeit her. Und, Achso, ja. Du wolltest ja nicht mit dem Bruder wolltest du nichts machen? Nein. Und das ist das Bessere. Und ich habe ihn dann gesehen bei einem Fest und habe gesagt, du, ich glaube, ich kenne deinen Bruder. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Echt? Echt, ja. Der sieht genauso aus? Die Nase. War das Zufall, oder wie, dass ihr euch da getroffen habt auf dem Fest? Du hast gesagt, ich kenne deinen Bruder. Echt? Hast du direkt gesagt, ich kenne deinen Bruder? Ja, ja. Hast du einen? Da sagt er, ja. Sag ich, den kenne ich. Wie lange seid ihr schon zusammen? Wie lange sind wir schon zusammen? 17 Jahre, 18 Jahre. 18 Jahre. Ja, stimmt. Normalerweise wissen das die Frauen ganz genau. Das Dienstag, der 13. Wir haben ja nicht mal Eheringe oben. Achso, ihr seid verheiratet. Ja, aber auch erst seit gar noch nicht so lange. War für uns nie wichtig. Was, ihr habt eine wilde Ehe habt ihr gehabt, total. Ja. Total. Ihr habt doch Kinder? Nee. Ja, zwei. Zwei. Wie, Name, Vorname? Der Benni und die Elina. Wie alt sind die? Die sind 15 und 17. Fahren die noch mit? Nein. Natürlich, wenn wir auf Konzerte fahren oder so, sind die immer dabei. Und auch natürlich noch bei manchen Urlauben. Immer weniger, aber doch. Aber deswegen haben wir auch den gewählt, weil er so flexibel ist und für zwei als auch für vier Personen super, super ausreichend ist. Ja, der kommt aus der Praxis, denn ihr seid unterwegs gewesen euer ganzes Leben lang mit einem 40 Jahre alten Wilk Safari Kompakt. Das ist ein von den Außenmaßen relativ ähnlicher Wohnwagen. Deutscher, gell? Ja, Wilk halt, ja. Aber absenkbar gewesen. Also das war ziemlich cool. Wie absenkbar? Was heißt das? Dach ist ein Hardtop, aber man kann es ganz runterziehen. Und das ist passt dann in jede Garage rein. Also das war der große Vorteil von dem. Aber wir haben ihn halt auch, mein Vater hat ihn viermal umgebaut, wir haben ihn viermal umgebaut, jetzt baut ihn nochmal meine Tochter um. Die Wand war wahrscheinlich Holzständerwerk bei dem Wilk, oder? Richtig. Das war kein Sandwich? Nein, aber trotzdem schon relativ gut gedämmt und vor allem unter einer Tonne. Also er ist in der falschen Zeit geboren, ja, sage ich immer. Ich würde ihn gerne nochmal bauen. Weil er so leicht ist. Wir haben jetzt natürlich ganz andere Anforderungen. Ja? Also wir nutzen ihn beruflich,
Wir nutzen ihn sehr, sehr stark für die sportlichen Aktivitäten von Christoph und natürlich auch mit den Kindern. Ja. Und genau das ist das, wo wir sagen, da ist er optimal, weil für Workation oder eben mit einem Surfbrett, aber das schauen wir uns dann eher an. Schauen wir uns an. Also besonders geeignet ist das Ganze, wenn man ihn gewerblich nutzt auch noch, denn, das werden wir gleich zeigen, ihr könnt ihn komplett zurückbauen in 0, nichts, sodass ich ihn auch zum Beispiel als Schreiner nutzen kann, als Handwerker und kann ihn dann wieder zurückbauen, wenn ich damit was unternehmen will. Wie lange brauche ich den Umbau? Also 80% der Möbel kann man ausbauen, das würde ich mal sagen, in 5 bis 10 Minuten. Und der Rest ist dann natürlich ein bisschen kniffliger, aber das ist halt Küche und Klo bzw. Kühlschrank und ich glaube, das bleibt in den meisten Fällen drinnen. Ja, ich habe schon erwähnt, Basis ist der X-Trailer, kommt aus Baden-Württemberg. Ein unkaputtbarer Trailer und das hier soll auch schon ein bisschen signalisieren, wenn ihr frei steht, hier kommst du nicht rein. Das Einzige, was ich noch eingebaut hätte, wären natürlich die Fenster von KCT. Die hätte ich noch reingemacht, denn dann kommt man wirklich gar nicht mehr rein. Aber die Fenster sind natürlich die Aber ich, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich hier rein will mit Gewalt, komme ich rein, aber ich brauche Zeit. Also ich muss hier zumindest mal übers Fenster reinkrabbeln oder irgendwas machen. Ihr habt ganz massive Riegel hier drin. Zeig mal bitte, wie geht das? Genau, also es gibt hier ein ganz normales Türschloss und ich habe hier die aus der Industrie im Prinzip die Klappen, die ich rausnehmen kann. Wir haben hier hinten auch noch eine kleine Befestigung, falls der Wind geht. Ich zeig das mal. Der Wind geht nämlich öfter, als wie man denkt. Ja, wir sind ja vor allem Windsurfer oder Windsportler und deswegen geht dort immer der Wind, wo wir normalerweise sind. Also heute, das ist ja für uns ganz ungewohnt, dass wir hier so stehen. Ist das Windsurfen, ist das noch ein Thema heutzutage? Ich dachte, das wäre out. Ja, Windsurfen und jetzt habe ich noch angefangen Wingsurfen. Also das mit Wingfoilen, das ist das mit dem kleinen Drachen in der Hand. Und das kann man fast überall machen und das kann man mitten in Wien auch machen. Und ich war jetzt gerade beim Schneesturm mitten in Wien auf der Donauinsel. Wingsurfen. Ich feiere Skateboard, habe ich erzählt. Ja, Elektroskateboard. Bei uns in Frankreich darf man das. In Österreich glaube ich nicht. Fahren auch viele. Ja, sag mal, Außengrill. Das Leben spielt sich ja zu 90% draußen ab, auch wenn es herbstelt, so wie heute. Wir haben 2x90 cm Auszüge gemacht. Natürlich ist alles, wenn man es nicht braucht, mit Magneten, weil wir doppelt verstinkte Stahl. Das ist das Geile, muss man erklären. Das ist ein Stahl-Sandwich. Das bedeutet also, es ist wirklich ein XPS oder ein anderer Schaum ist hier drin. Und Außenstahl und Innenstahl. Und Stahl hat eine Besonderheit, es ist viel härter wie Alu. Das ist also wirklich, und es ist magnetisch. Das heißt, du kannst jeden Scheiß hier festmachen. Also es fängt an, ich zeig mal die Blumen. Ich nehme das zurück mit dem Scheiß, weil... Also eins ist wichtig, es ist nicht der Anhänger magnetisch, sondern es sind die Magneten, die man verwendet. Das Blech. Ja. Genau, also es ist keine Strahlung drinnen oder so. Also man kann das einfach dann mit Magneten hier befestigen, ohne bohren. Und das macht es extrem flexibel und sehr, sehr praktisch. Also haben wir am Anfang gar nicht so am Radar gehabt. Ist aber auch stoßfest, das Stahl ist unglaublich robust, also da eine Delle reinzukriegen, ist gar nicht so einfach, oder? Ist gar nicht so einfach und vor allem ist es auch wieder zu reparieren. Also das kann man auch gut reparieren. Jetzt kommt gerade der Imker, der uns hier drehen lässt, netterweise. Den werden wir jetzt gleich hören. Wir haben auch hier einen Kocher, einen einflammigen, den man auch für innen verwendet, weil wir haben drinnen keinen Herd verbaut. Das machen wir aus dem Grund, damit wir auch keine Gasprüfung machen müssen. Und auf der anderen Seite, dass wir eben den Kocher immer verwenden können, den wir gerade brauchen, weil wir fahren ja ganzjährig und da ändert sich das immer. Ja, ich kenne den. Das ist sogar das Original. Hallo? Hallo. Der ist aber lieb, ja. Der hat euch stehen lassen. Wir sind in einem Naturschutzgebiet, das haben wir vorher abgesprochen, dass wir das Ganze hier kurzzeitig mal abstellen können. Sind auch minimal invasiv unterwegs hier auf der Gabelung. Der Enders, das ist der meistkopierteste Kocher der Welt. Gibt es aus China für 17 Euro. Das ist das Original. Zeig mal, wie der geht. Hat eine kleine Gaskartusche. Ja, einfach hier eine kleine Gaskartusche drinnen. Die legt man ein, Knopf runter und dann... Kann man uns kaufen, konnte man damals kaufen für 1 € pro Gaskartusche im Internet. Ja. Mittlerweile kosten sie 2. Also wir haben den eigentlich immer dabei zum Teewasser kochen oder irgend sowas. Aber wir haben aber auch einen zweiflammigen oft mit, weil wir können vorne 11 Kilo Gasflasche reingeben. Also wir sind da voll ausgestattet. Also Schwerlastauszug ist hier drin. Ihr kommt auch von innen ran an den... Wir kommen auch von innen ran. Also das ganze Konzept ist generell so gebaut, ja, dass wir eben hier außen eben die Küche mal prinzipiell haben. Und wenn ich jetzt hier aufmache, dann komme ich auch hier gleich zum Kühlschrank. Das ist ja cool. Den Dometic von beiden Seiten zu öffnen, Kompressorkühlschrank. Das kenne ich aus Kastenwagen, Wohnmobilen, da ist das üblich, also von innen und außen.
Das ist wahrscheinlich ein Kompressor, ne? Nehme ich an. Ja, ja, absolut. Ja, 12 Volt. Hat nämlich keine Außenkamine. Auch die Tür ist aus Stahl. Also das ist wirklich für die Ewigkeit gebaut. Das Ding verzieht sich überhaupt nicht, weil es ist wahrscheinlich stahlhart. Ja, genau. Also der Unterschied ist halt zu einem Stangenwagen, Wohnwagen, dass das Ding wirklich robust ist. Man kann auch ein bisschen im Gelände fahren. Also so Offroad-Straßen wie hier oder unbefestigte Straßen sind kein Problem. Und der wird auch deswegen nicht undicht, weil sich das selbsttragend ist und nicht verwindungssteifer ist als ein Stangen. Ja, das ist wichtig. Also er ist für die Ewigkeit gebaut. Er kann auch als Wohnwagen zugelassen werden. Das heißt, das hier ist jetzt wahrscheinlich jetzt ein gewerblicher Anhänger mit Ladung, die jetzt hier einfach nur festgezogen ist. Auf Wunsch könnte man das auch als Wohnanhänger machen. Aber der Vorteil ist natürlich, wenn ich den gewerblich leer kaufe mit den Möbeln, dann könnte ich ihn auch gewerblich absetzen. Wenn ich ihn wirklich gewerblich, das ist halt einmal mit dem Finanzamt zu klären, genau. Je nachdem, wie stark ich ihn gewerblich benutze, kann ich mir vorstellen, also wenn ich jetzt, habe ja unglaublich viel Platz, wir können ja mal reinzeigen. Also ich verwende den auch als Videostudio. Ich habe eine Videoproduktionsfirma, eine Marketingfirma und wir verwenden den auch unterm Jahr für Brainstormings, für Visagisten zum Beispiel, dass die drinnen arbeiten können oder als Meetingraum oder zum Aufwärmen, je nachdem. Also der ist eigentlich immer dabei. Ja? So, da kann man auch eine Klimaanlage drauf machen. Kann ich euch sehr empfehlen, habe ich für 800 Euro von Teleco gibt es eine Klimaanlage. Die braucht ihr natürlich nicht, weil ihr seid ja Outdoor-Menschen, aber das würde kein Problem. Wir haben ein Lüftungskonzept deswegen gemacht. Ja. Also wir sind keine Freunde von Klimaanlagen prinzipiell. Man kann eine montieren, wenn man sie braucht. Aber wir haben eine Querlüftung gemacht mit hinten und vorne und mit Dachluke oben. Und normalerweise, wenn ein bisschen ein Lüfterl geht, kann man es eigentlich immer sehr gut aushalten. Ich denke nur, die Leute, ihr wollt ihn ja später verkaufen, verstehst du? Und dann kommt ja die Frage, geht dann auch eine Klimaanlage? Geht das Energiekonzept? Absolut, aber man muss auch dazu sagen, dass dadurch, dass der so gut gedämmt ist, der ist ja 4 cm gedämmt, sind wir oft auch, wenn es wirklich heiß ist, machen wir alles zu und sind drinnen und drinnen ist oft kühler dann als draußen. Mhm. Und ich meine, wir haben die Heckklappe und sobald du die aufmachst dann ist so und so Durchzugsluft einmal angesagt. Das zeigen wir gleich mal. Also das Konzept, wir gehen auch gleich mal rein, keine Angst. Also innen ist auch Stahl, das heißt auch magnetisch. Da könnte ich jetzt hier meine Urlaubserinnerung dran machen. Ihr habt Deko festgemacht. Mach mal zu nochmal, dann gehen wir gerade nochmal drauf ein. Genau, dann haben wir noch die. Also schwer das auch so, Außendusche habt ihr dran? Wir haben eine Außendusche montiert von Queen Size. Auch hier haben wir mit Magneten, dass man das gleich einmal hier montieren kann. Ja. Und warum ist hier die Dusche? Das hat auch einen ganz praktischen Grund. Erstens ist ja hier die Küche. Das heißt, ich kann das gleich als Abwasch auch verwenden. Das ist auch eine hochwertige Dusche, ist kein Plastik oder so, sondern das ist richtig. Ja, du hast eben, deine Frau ist in Hundekot getreten und du hast eben mit der Außendusche und heißem Wasser, da kommen wir gleich drauf, wie wird das heiße Wasser gemacht, hast du dann die Schuhe von deiner Frau, zeig mal, das sind die Schuhe und die sind nämlich besonders schön, da ist noch ein bisschen Kot dran. Genau. Und dann kann man die nämlich hier mit der Außendusche, kann man die schön sauber machen. Tankvolumen, was hast du? Also wir haben jetzt 2x19 Liter. Ja. Aber man kann ja hier die Kanister einfach mitnehmen. Das sind jetzt keine fest verbauten Kanister, sondern das sind einfach ganz normale Kanister, die ich einfach austauschen kann. Okay, verstehe. Das heißt, du kannst das Wasser auch holen, kannst es aus dem See ziehen, theoretisch, ja, und so weiter. Möglich, ne? Es kann dadurch auch nichts kaputt werden. Der Christoph, er hasst es, wenn Dinge kaputt werden. Und dieses Ganze, Qualität hat was mit Gewicht zu tun und umso leichter die Dinge sind, umso schneller werden sie kaputt. Deswegen. Das spielt aber hier keine Rolle bei dem Trailer. Was wiegt denn jetzt fertig ausgebaut? Der wiegt jetzt, also wir haben eine 2-Tonnen-Achse verbaut, ja. Und wir haben, du hast die Zahlen immer im Kopf. Wir haben da jetzt eine Zuladung von 500 Kilogramm. Genau. Je nachdem, was also, man mitführt. Das heißt, du kannst auch Motorrad mitführen zum Beispiel. Ja, also, absolut. Das würde gehen. Absolut, ja. Wir haben alles Mögliche mit. Wir haben Surfbretter mit, wir haben E-Bikes mit, wir haben für die Kinder irgendwelche Skateboards mit. Und das heißt, das Ding ist richtig robust. Was habt ihr denn hier für eine Heizung drin? Ist das jetzt eine Dieselheizung? Was habt ihr eingebaut? Genau, wir haben 2 kW Dieselheizung drinnen, Standheizung. Von wem ist es? Autotherm. Sehr gut, aus der Türkei und Russland. Kriegt man weltweit Autotherm, ist der Vorteil. Kann man reparieren lassen sozusagen. Ja. Ist wirklich der Hammer. Gibt alle Ersatzteile, sehr nachhaltig. Du kannst alles reparieren bei der Autotherm. Genau, ja. Und die heizt uns auch das Warmwasser mit der Puntmann. Die Puntmann kenne ich, habe ich gezeigt. Gibt es einmal elektrisch, ja, und einmal als Wärmetauscher. Ja, genau. Es ist ja beides. Also ist elektrisch und Diesel.
Also je nachdem, wo ich gerade bin, ich kann es entweder mit 220 Volt machen oder mit Diesel, aber wir können auch eine 12 Volt mit Diesel machen. Also das ist je nachdem, wie man. Also Puntmann habe ich ja gezeigt, auf der Messe dem CSD standen die. Ja, genau. Okay, habe ich verstanden. Also hier ist Stauraum drin, geht weit raus. Dann hast du hier alles sehr, sehr robust mit Aluprofilen gemacht aus... Eurokisten, Standard. Richtig. Standard Euro. Da darf ich mal sehen, was drin ist hier oben? Hier oben ist bei uns jetzt gerade gar nichts drinnen, weil das ist unsere Winterausstattung. Also die Winterausstattung. ihr seid ja unterwegs im Winter. Ihr habt da Nacht hier drin geschlafen? Ja, freilich. Ja. Und wie war's? Ja, super warm. Die Heizung ist auf kleinster Stufe gegangen und wir haben das Fenster aufgemacht, weil es so heiß war. Ja. Das also ist schon ich fast. Ich habe immer Angst, dass ich erfriere. Ich habe dann immer meine super dicke Daumendecke mit. Warte, ich zeig mal gerade deine Rückseite. Okay. Vanlife Trailer, da könnt ihr das Ganze googeln. Es geht ja nichts ohne Hashtags heutzutage. Und das ist eure Marke. Zeig mal, Wanderkuss. Wanderkuss. Da gibt es auch eine Geschichte zu. Küssen. Ja. Am Küssen kann man nicht alleine. Deswegen ist es auch ein Familienfahrzeug. Ihr habt euch immer noch lieb, so nach so langer Zeit. Ja, also unser Vormodell hieß Knutschkugel. Jetzt haben wir den Wanderkuss. Also wir bleiben irgendwie. Das heißt, die Kinder, die Kids sind auch entstanden im Wohnwagen, oder? Also, man weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ah, schön. Also das heißt, König... Die Dämmung ist ja auch gut gedämmt. Ja? Das darf man nicht vergessen. Es ist natürlich durch die Dämmung sehr gut auch innen. Also wer auch immer geschäftliche Gespräche hat drinnen. Ihr könnt schreien da drin. Okay, verstanden. Okay, wenn es gerade noch mal rauszieht, dann zeige ich mal was. Das Einhandbedienung, das ist vielleicht ganz wichtig, weil viele Schwerlastauszüge haben keine Einhandbedienung. Und das ist nervig. Ja genau, weil man hat ja meistens vor allem in der Küche irgendwas in der Hand und dann kommt man irgendwie nicht mehr dazu. Und deswegen ist eine Einhandbedienung absolut Pflicht für uns. Und auch hier haben wir die Magneten, das heißt, wenn ich das Brett nicht brauche... Kannst du es einfach dran... Ich fiel mal gerade rein, da hinten ist nämlich der Wassertank. Und da siehst du ein bisschen von der Elektrik, du hast eine Druckwasserpumpe drin von Lilly, wie ich auch in meinem Concorde. Also richtig Profitechnik aus dem Bootsbau. Ja genau, es ist ein bisschen unangenehm, weil es liegen noch ein paar Kabeln herum. Das liegt einfach daran, dass wir das immer wieder verändern noch und ein bisschen dran tüfteln, ob wir es nicht so oder so machen, weil das ja unser sozusagen Vorführer ist und wir halt da immer weiterentwickeln. Ich zeige mal gerade die Unterkonstruktion, mach mal zu. Das sind solche Profilstangen, die kommen eigentlich aus der zum Beispiel Automobilzulieferindustrie, wenn irgendwelche Maschinen gebaut werden oder Produktionsstraßen, da wird das angewendet. Die sind hochgradig stabil und steif. Also das ist wirklich, besser geht kaum, oder? Das ist richtig steif und es ist auch wieder so, dass es eben verschiedene Ersatzteile dazu gibt. Man kann das alles wieder zerlegen und wieder zusammenbauen. Man kann auch alles erweitern, man kann hier weitere Schienen einbauen. Also wartungsfreundlich, das total, ist genau wichtig. Ja komm, wir gehen mal rüber, da können wir jetzt noch eine Stunde drüber reden, machen wir aber nicht. Dann zeige ich mal, du hast eine schöne Leiter. Die Ecke kenne ich noch gar nicht, denn die Leiter habt ihr natürlich benutzt, weil das Dach voll begehbar ist. Ihr könnt wirklich aufs Dach drauf, könnt Solarzellen reinigen, könntet theoretisch noch irgendwas, Dachlast könnt ihr packen, oder? Du hast Dachlast, du kannst dich auch raufsetzen. Also ich sitze da manchmal oben und trinke. Mach mal, geh mal rauf. Trink mein erstes Bier. So, dass wir das mal sehen. Dein Mann muss ja irgendwann, ich muss ihn dazu bringen, dass er weniger spricht, dass ich mehr mit dir reden kann. Weil du verrätst mir mehr Geheimnisse, wann ihr euch kennengelernt habt, ob die Kinder im Wohnwagen entstanden sind. Also ich habe ja meinen Job letztes Jahr geschmissen. Und echt? Ja, echt. Und warte mal, ich gehe mal gerade ein Stück weiter weg, dass wir ihn mal sehen. Er steht auf einem Stahldach und da brauchen wir auch keine Angst zu haben, dass der einbricht, weil die Traglast, die ist enorm. Lustig, ja, aber funktioniert. Ich würde dir aber empfehlen, jetzt nicht auf die Klappe zu treten, weil da geht's runter. Aber Schnee zum Beispiel habe ich vorgestern abgekehrt. Ja? Hast du abgekehrt? Weil da war noch so viel Schnee oben und einfach runtergeschoben. Ja? So, jetzt darfst du mal erzählen, du hast deinen Job geschmissen. Also ich war in der IT und ich war im Vertrieb jetzt über 20 Jahre. Was habt ihr da verkauft, Software oder Hardware? Ich habe hauptsächlich zuerst Services und dann Software und war dreimal, also in Folge in drei großen Konzernen und habe mir gedacht, so jetzt muss irgendwie was Neues kommen und das ist Wanderkuss.
Und das heißt, du hast jetzt eine Aufgabe. Man muss auch sagen, du verdienst Millionen mit deinem Job. Also sie braucht gar nicht mehr zu arbeiten. Und Geld ist bei uns das Wenigste. Die Kinder sind jetzt so langsam so in einem Bereich, wo die auch mal alleine, nehme ich mal, auch mal weggehen, oder? Die brauchen euch nicht mehr zwingend. Genau, die brauchen uns nicht mehr zwingend. Die sind auch selber schon Flüge ein bisschen. Und mal so, mal so. Was, wenn man ihnen was bietet, was man ihm zum Beispiel auf ein Bilderbuchkonzert fährt oder Jack Johnson oder so, dann sind sie dabei. Die haben noch keinen Führerschein, ne? Ja, die Kleine kriegt gerade. Die macht natürlich direkt den entsprechenden L17. Führerschein. Genau. Ja, genau. L17 und mit 18 kann sie dann den Anhängerschein machen. Den Anhängerschein. So, ich zeig mal. Wanderkuss, das ist die Geschichte dieses Vogels, oder? Ja, genau. Ist das der Wanderkuss? Also der Wanderkuss ist der, der auf dem Vogel drauf sitzt und der einmal so rundherum fliegt. Der Kleine hier, der da. Ja, genau. Was sind das? Eine Katze, oder? Also da musst du den Künstler fragen. Auf der anderen Seite hat er so eine Krone auf, es könnte auch so ein König sein. Das heißt, der fliegt hier und da fliegt er natürlich, das könnte sein in Italien irgendwo, könnte überall sein auf der Welt. Es könnte überall sein. Ich glaube, er hat sich da auch nicht wirklich festgelegt. Und wenn man Künstler kennt und mit Künstlern zusammenarbeitet, dann macht es auch gar keinen Sinn, zu viele Vorgaben zu machen, sondern einfach, ich habe gesagt, ich hätte gern diese Farben. Und Der hat den extra für euch gemalt? Ja. Jetzt ohne Scheiß, das war kein Bild, was ihr einfach nur drauf gemacht habt? Das war ein Auftrag an einen Künstler, mach uns hier was. Und eigentlich haben wir gesagt, irgendwas outdoormäßig. Und er hat aber dann, wie gesagt, er hat hohe Klippen gemacht und er hat einen Vogel gemacht und so. Aber das ist Arthur. Und am Ende ist es immer wunderbar und ist eine tolle Geschichte einfach. Hier ist der Sonnenaufgang, also der Tag. Und wenn man einmal rundherum, dann kommt der Untergang und auf der anderen Seite ist dann Nacht und hinten ist dann wieder der Aufgang. Ja. Das ist natürlich auch toll für Kinder, ganz ehrlich. Also das ist ein Wimmelbuch, habt ihr auf dem Wohnwagen gemacht. Hier ist ein U-Boot drin. Also es gibt den natürlich auch in anderen Varianten. Wir haben da auch abgespeckte und die es nicht so bunt haben wollen. Und, ich finde es geil. Also ich würde den auch nehmen, genau weil er so aussieht. Und da unten ist der Wanderkuss, der ist wahrscheinlich eingelasert oder eingefräst. Hier unten, ist das Alu oder Stahl hier unten, die Kante? Das ist Stahlblech, ne? Riffenblech, ja. Okay, ja, gibt es ja auch ein Alu. Das heißt, die ist genauso robust. Das heißt, wenn du mal irgendwo gegenkommst, ist maximal das Licht kaputt und der Rest, also das Ding kann richtig was ab, oder? Ja, also wir fahren mit denen wirklich, wir waren jetzt auf 1300 Meter auf einer Alm oben. Darf ich es mal zeigen? Ihr hattet auch schon Feinkontakt hier oben, ja? Das Dometic-Logo ist schon ein bisschen abgeschrubbt. Das war ich. Du warst das? Ja, das war ich, da bin ich gefahren, ich gebe es zu. Ja, das war ein bisschen ungünstig, da war ein Dach. Also man muss halt, also man kommt mit dem Auto eben überall durch, wo der Anhänger, also kommt der Anhänger auch durch. Ja? Und das, wir hatten bis jetzt keine Markise und die Markise ist ein bisschen breiter und diese Dächer, die hinuntergehen, die alten Bauernhäuser, haben Dächer, die weiter runtergehen und das war halt eine kleine Dachrinne. Ja, du hast ja schon zugegeben, dass es schlimm ist. So, ich sag mal, du hast es eben schon gesagt, das Ding ist so schmal und ihr habt bewusst auf große Aufbauten an der Seite verzichtet, das können wir mal zeigen, damit eben diese Breite, ich denke mal, der hat so 2,10 Meter, was hat er? Insgesamt 2,18 mit den ganzen Blechen, ja. 2,18 Meter hat er und 2,18 heißt, du brauchst keine extra Außenspiegel beim Auto, oder? Ja, wir besitzen keine. Ihr habt keine, so, weil man sie auch wirklich nicht braucht. Das ist die Klappe, auch die ist aus Stahl und das ist Nutzfahrzeugqualität. Also da würdest du jetzt so einen Trailer bauen für einen Schlosser, einen Schweißer, einen Brotverkaufswagen, der würde so gebaut werden. Also da, der kann richtig transportieren. Der kann richtig transportieren und der Vorteil ist eben, dass alles auch weltweit austauschbar ist. Ne? Also wurscht, wo ich bin. Mach mal zu, dass wir einfach mal sehen. Also das ist jetzt das Geschlossene. Auch hier hast du diesen Mega-Riegel dran, der auch wirklich dann fest verriegelt, sieht man sehr schön. Und da brauchst du keine Angst zu haben, das ist doppelt gesichert hier, das kann nicht aufgehen. Oder? Also ich kann hier ein ganz normales Schloss auch noch zusperren und ich kann hier auch noch Vorhängeschlösser dran geben. Also für Gegenden, wo es vielleicht wirklich ein bisschen unsicherer ist, kann ich ja das auch noch zusätzlich sichern. Also das heißt, potenzielle Diebe kommen mit klassischen Mitteln nur übers Fenster rein. Und auch da habe ich was gesehen, das ist sehr interessant. Es gibt die Möglichkeit, die von außen
nochmal zuzumachen. Also wenn es sehr, sehr heiß ist, kommt nämlich die Hauptwärme über die Fenster rein, das weißt du. Die werden irre heiß, die Fenster. Und dann gibt es eine Außenverkleidung. Kannst du dir mal angucken. Ich schicke dir mal einen Link. Okay. Hat einer gebaut. Die kannst du einfach einschieben und dann kannst du die abschließen. Das ist gedacht eigentlich zum Verschiffen, damit die nicht kaputt gehen und keiner da reingeht, also während der Zeit. Und das ist so ziemlich witzig, weil viele Leute ja, die Deutschen haben ja Angst vor allem, muss man sagen. Das kennen wir nicht so. Österreicher nicht, oder? Bei uns ist alles offen. Ich wollte noch mal ganz kurz zeigen den Wanderkurs, dass man den mal sieht. Also, genau, das ist jetzt mit ein bisschen Wien-Bezug, wenn man so will. Ja, also da hat man so einen, oder Rummelplatz. Ist das hier Wien, der Prater? Ne? Nein, könnte sein. Ja. Also Rummelplatz gibt es ja überall. Ja? Das ist so wie das Wiener Riesenrad. Ne? Gibt es natürlich in Deutschland auch. Aber das war, und das habe ich immer gesagt, das ist der schiefe Turm von Pisa, glaube ich. Das ist der schiefe Turm von Pisa. Genau. Toll, also ich finde das sehr gelungen. Das ist die Nachtseite, ne? Also da ist er jetzt in der Nacht und Rummelplatz ist ja, besucht man meistens am Abend, wenn es dunkel ist und so weiter. Und da ist eben der König schon in der Schaukel. Also das soll ein nachhaltiges Konzept sein. Die Seitenwände sind absolut verrottungsfrei. Das ist vielleicht auch nochmal eine Besonderheit. Dieser Trailer wird wirklich lange halten. Und ich habe es eben schon erwähnt, er wird euch wahrscheinlich überleben. Ihr habt trotzdem jetzt einen Mover eingebaut. Ich meine, ihr seid ja jetzt noch keine Rentner. Und trotzdem, ihr könntet den auch drücken, aber der wiegt ein bisschen was. Das ist dann sehr unhandlich, gerade wenn es sehr steil ist, glaube ich, oder? Naja, bis zu 2 Tonnen schiebst du nicht mehr gut. Vor allem jetzt zum Beispiel auch hier jetzt in dem feuchten Gras ist es zum Beispiel schon schwieriger. Und natürlich ist es ja auch ein bisschen ein Sicherheitsfaktor, weil wenn wir überall die Forststraßen entlang fahren, müssen wir manchmal auch wo wenden, wo es sich nicht gut ausgeht. Und dann genau, da kannst du nämlich einfach reinfahren, jetzt kommst du nicht mehr zurück, dann kannst du den auf der Stelle drehen. Das geht wirklich, das können wir gleich mal zeigen. Also wie wir denn jetzt nicht, aber gleich, ja. Vielleicht im Anschluss, dass man den einfach drehen kann mit einem Mover. Der ist natürlich auch schon mit drin, das kommt auch aus der Praxis, kann man auch weglassen. Spart der Kunde ungefähr 3.000, was kostet ein Ding? Ja, so irgendwas, aber ich würde, so, wir verkaufen ihn nicht ohne. Okay, also müsst ihr haben. Ohne Anti-Schlingerkupplung. Also das ist so, Anti-Schlingerkupplung habt ihr drin. Ja. Zeig mal, hier vorne ist eine Alko-Kupplung dran. Und das Ganze ist ja handgebaut, muss man auch sagen. Die Kupplung ist, glaube ich, nur von Alco. Genau. Das Chassis ist die König. Also König ist der Hersteller. Könntest du mal googeln. Das ist einer der meist abgerufensten Videos bei mir auf dem Kanal, was das Thema Wohnwagen angeht. Er hat diesen ausziehbaren Wohnwagen erfunden. Auch, Extend, ja, genau. Den Extend. Ja. Den Extend. Der baut gute Sachen, der Herr, oder? Also das ist halt Handschlagqualität und Handwerksqualität. Also man kann mit ihm erstens gut zusammenarbeiten mit Handschlag. Und das war auch ein Grund, warum wir gesagt haben, wir möchten mit ihm da ein Konzept machen. Weil alles, was wir kommen aus der Campingpraxis und wir haben zum Beispiel auch die Achse verschieben lassen für den Trailer hier, damit der eben wirklich ausgewogen fährt. Okay, das heißt, die waren schon drin, die Fenster, die hat er schon eingebaut für euch? Die baut er uns ein, ja. Okay, genau. Das heißt, der kommt quasi komplett nackt. Ihr sagt von außen, was ihr gerne hättet. Wahrscheinlich ist die auch schon fertig, die Treppe, oder? Ja, genau, ja. Oh, die hat auch schon Feinkontakt? Nein, die gibt es noch. Die kommt aus einer alten Produktionsschiene und die war noch etwas schmutzig und deswegen blättert das da ab. Bei der neuen Produktionsschiene ist das voll automatisch. Da passiert das nicht mehr. Die Untergrundbehandlung ist das A und O. Du sagst also, das ist in Zukunft, hält das. Genau, es ist, wir leben das ja auch und das ist Prototyp. Immer gut. Ich bin immer froh, wenn, na, Prototyp ist es nicht mehr, aber ich bin immer froh, wenn was passiert, weil wir können es eben dann auch fixen und eben auch mit dem Reinhold von König, also können wir das. So, Service ist also, sollte mal irgendwas sein. Ich wüsste jetzt nicht, was sein sollte, weil was nicht irgendeiner auf der ganzen Welt reparieren kann, du brauchst den Herrn König danach eigentlich nicht mehr. Genau. Bricht mal irgendwas, was sehr unwahrscheinlich ist, kann man schweißen. Das ist einfach für die Ewigkeit, oder? Entweder schweißen oder beim Tischler ein neues Brett bestellen. Also das ist der Wandaufbau, Dachaufbau, alles holzfrei. Da ist kein Holz im Spiel. Also klar, die Möbel sind aus Holz, aber das ganze Außenhülle ist nicht aus Holz. Alles ist aus Stahl. Und das können wir mal zeigen. Mach mal auf. Das sieht aus wie der große Gaskasten plus also die Dieselheizung. 11 Kilo Gasflasche kann man reinstellen. Das sind die Österreicher hier. Aber keine Gas innen. Das heißt, wir haben keine Gasprüfung. Das ist nur für den Griller draußen oder für den Kocher draußen, okay. Weil wir keine Gasleistung reinlegen wollten. Kann man natürlich machen, aber ja. So, da ist die Fernbedienung vom Alco drin, da hast du die 230 Volt FI. Genau, ja, für den Landstrom. Dann haben wir den Sicherungskasten mit 12 Volt auch noch, den Dieseltank mit 5 Liter. Unter Volllast kommen wir circa 4 Tage aus, wenn er wirklich den ganzen Tag 24 Stunden läuft. Kann man auch größer machen. Also jetzt einer sagt hier, ich will da jetzt gern 20 Liter. Also die sind sehr sparsam. Du hast ein Auto, also das, wir waren Skifahren bei minus 17 Grad und ich bin halt dann irgendwann einmal mit dem Auto, mit dem Kanister holen gefahren, frischen Diesel.
Ja, aber ich sag mal, wenn jetzt einer, das ist jetzt nicht die mega Sache, einen größeren Tank da reinzumachen, ja, oder? Nicht, überhaupt kein Tank. Einer jetzt einen 20 Liter haben will, dann passt aber das. Guck mal, ein externer Tank hat halt den Vorteil, kann ich mein Auto auch tanken. Du hast die billige Pumpe genommen, die man eben nicht mehr hört. Das heißt, die ist so leise. Da gibt es verschiedene Pumpen und das ist die Silent, oder? Die gute. Das ist die gute, ja. Ich habe billig, war Spaß. Die kostet, glaube ich, 60 Euro und dann. Ja, das ist alles wirklich Qualität. Wir haben auch hier drinnen immer eine LiFePO 4 Batterie drinnen verbaut. Lithium. Gut. Lithium, Eisenphosphat. Ja, genau. Die hat 150 Amperestunden. Also da kommen wir auch schon lang durch. Jetzt sind wir unser Imker, der hier vorbeifährt. Ja, mit der Batterie sind wir super happy. Ist viel leichter als eine AGM-Batterie und viel leistungsstärker halt, also weil ich die ganze Power nutzen kann. Ja. Und sie hat. Läuft auch über die Batterie, der Mover? Ja, ja. Alles. Kühlschrank, Mover, Heizung. Also wir sagen, ohne Solar stehst du circa 3 bis 4 Tage autark. Okay, und mit Solar. Ohne Solar heißt zum Beispiel im Winter bewölkt, da macht die Solar ja nichts mehr. Außen Stromanschluss habt ihr ja auch. Das heißt, du kannst dann kann man, was ich mache, ist, ich hole mir immer noch eine Powerstation mit. Die kostet mittlerweile gar nichts mehr. 700 Euro für 2000 Wattstunden, weil die Chinesen die irgendwie nicht verkauft bekommen. Nach der Pandemie wollte die keiner mehr haben und deswegen stehen die im Moment im Handel statt für 1500 für 700 und dann stellst du die rein und da hast du nochmal Autarkie. Also das ist. Und du hast einen Wechselrichter dabei. Da hast du einen Wechselrichter, ja. Wir haben keinen Wechselrichter verbaut. Weil brauchst du nicht mehr, holst du eine Powerstation? Es gibt fast keine Geräte, die einen Wechselrichter brauchen. Also außer du brauchst einen Föhn oder eine Kapsel-Kaffeemaschine. Und da muss ich sagen, der Kaffee ist nicht so gut. Ja, das heißt, ihr kommt ja aus Wien. Ist das eine Leidenschaft, Kaffee in Wien? Oder? Absolut. Also ich bin heute schon ganz unrund, weil wir den Kaffee zu Hause vergessen haben. Und in Deutschland weiß ich... Gibt es Scheißkaffee? Ja, nicht, ja, ist klar. Kaffee, sagt sie immer. Die bei den Piefke gibt es nur Scheiß, sage ich immer so. Und die, das stimmt nicht. Was ist nochmal der Schimpfwort für die Österreicher? Wie heißen die? Die Ösis. Die Ösis, also genau. So. Man muss sagen, das war früher mal schlimmer. Mein Stiefvater ist ja Österreicher, muss ich jetzt sagen. Mein Vater ist aus Amerika. Der kommt aus der Nähe von Graz. Und den sehe ich jetzt am Jahresende wieder. Das ist eher selten. Die wohnen zwar nicht weit weg, aber die sind so viel unterwegs, dass ich die nie sehe. BF Goodrich habt ihr verbaut. Das ist ganz praktisch, weil jetzt wird einer sagen, hey, das ist ja nur Optik. Stimmt gar nicht. Wenn du einen Mover hast, ist das sehr praktisch, dass du hier einen Profilreifen hast. Ja, der haltet natürlich ein bisschen besser. Und wir können wirklich, also wir waren jetzt unbedingt in einem Weinberg, sind wir gestanden und da war es richtig steil. Und das zieht der Mover ohne Probleme. Sag mal, die Reaktion, wenn ihr hier mit dem Wanderkurs steht, weil sind da schon mal Leute, ich stehe ja auch frei, nehme ich an, oder? Ja, frei. Also da, wo man halt darf. Also wir schauen schon, dass wir halbwegs da durchkommen. Wir fahren sehr viel mit den Bauern-Apps auch spazieren in Österreich. Das funktioniert in Österreich tadellos. Wie Bauern-Apps? Ja, also sowas wie Schau aufs Land oder in Deutschland heißt es, glaube ich, Landflucht oder so irgendwas. Da kann man einfach bei Bauern anrufen und sagen, hey, hast du einen Platz für mich? Und dann steht man legal ganz alleine auf einer grünen Wiese. Kostet einen Zehner oder so. Also in Österreich ist es Einkaufen und das finde ich halt super. Wir haben immer vollen Weinschrank und Essen mit. Weil wir also ihr trinkt wahrscheinlich Alkohol viel, oder? In Österreich. Naja, sonst kommen wir nicht auf gute Ideen. Ich zeig mal. Nee, also ist wirklich so, man kauft ein oder geht halt ins Restaurant bei denen, was auch immer und dann kann ich umsonst stehen. Cool, finde ich. Aber was wir auch machen ist, wenn man einmal auf der Strecke irgendwo schlafen will, der Anhänger wird auf deine Anhängerkupplung angepasst, sodass er gerade steht, wenn er angehängt ist, damit du eben nicht runterkurbeln musst und eben ein bisschen... Das heißt, du kannst ihn angehangen lassen, kannst einfach hinten rein. Genau. Habt ihr ein Klo drin, Trenntoilette? Es ist eine Kassettentoilette von Fettford drinnen, kann aber auch eine Trenntoilette reinbauen, also was man braucht. Ja, ihr habt ja Lithium, da könnte man ja auch die Einschweißtoilette reinmachen, die wir auch getestet haben in Tunesien. Das ist ganz witzig. Ist nicht ganz billig, aber funktioniert. Ich warte auf die Reaktionen. Also was ich ja so spannend fand, wie wir auf der Messe waren, da hast du wirklich permanent gesehen, die Frauen, die Männer hergezogen haben, gesagt, das musst du dir anschauen, das ist so schön. Und das war das schönste Kompliment, weil ich habe gesagt, diese ganze, ich habe noch nie etwas gefunden, wo ich mich wirklich so richtig wohlgefühlt habe. Und also wo ich wirklich... Doch, ihn. Nein, aber wo ich reingehe und ich habe das Gefühl, ich bin im Wohnzimmer zu Hause. Ja? Und ich mache auf die Klappe und es ist, als würde ich draußen sitzen. Und ich, also das war mir einfach total wichtig. Und deswegen, auch wenn wir dann hineingehen, ihr werdet sehen, also so wie ich es gestaltet habe von den Möbeln her. Und streitet ihr euch schon mal? Ja.
Ich habe gerade eben, weil er hat gesagt, die Sonne geht bald weg. Also ich finde es ja gut, wenn die Sonne nicht mehr da ist. Zum Filmen ist das gar nicht so gut. Und dann hast du Deko reingetragen, die Äpfel reingetragen, damit es schön aussieht. Du bist so ein Gefühlsmensch, oder? Also für mich ist es wichtig, dass es einfach auch gut aussieht und dass ich mich echt wohlfühle. Und für den Christoph, natürlich ist das auch wichtig, aber für ihn ist immer wichtig die Funktionalität. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne einen Wohnwagen entwickeln, der beides vereint. Und ich glaube, wenn wir dann reinschauen, und da werdet ihr einige Sachen sehen, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt vorher, und die das genau erfüllen. Ja. Der Christoph, der schaut schon mit den Hufen, der will wieder was sagen. Ja. Das schaut nämlich so aus, dass sie sagt, das ist schön, stellt es rein, und dann ist es unpraktisch. Und dann liegt es an mir, das wieder irgendwie so hinzubekommen, dass es nicht stört. Das funktioniert. Okay. Ja, mach nochmal auf, dann gucken wir gerade nochmal rein. Also die Funktionen, wir werden jetzt mal einzeigen. Ihr seid ja Mountainbiker, Windsurfer, Tiefseetaucher, was weiß ich alles. Und deswegen braucht ihr ein universelles Fahrzeug und habt unter anderem eine Fahrradaufnahme entwickelt. Ganz pragmatisch. Also wir haben zwei. Das ist jetzt eine wirklich ganz pragmatische. Mit dir habe ich eigentlich am liebsten, weil sie so einfach ist. Genau, wenn du mal gerade aus dem Licht gehst ein bisschen, dann kann ich es besser filmen, weil wir so viel Sonne haben. Da ist jetzt ein Mountainbike drin, ein E-Bike von KTM. Wie soll es anders sein als Österreicher? Meistens sind zwei drinnen, aber das andere ist gerade in der Reparatur. Ist gerade in der Reparatur. So, und da passen zwei E-Bikes rein und die sind auch innen, das finde ich auch gut. Und das Coole ist, das können wir gleich mal zeigen, da ist nämlich ein Hubbett drin. Man hat also Schlafplatz für vier Personen und dieses Hubbett ist echt groß. Also es ist, glaube ich, schätze mal so ein Meter. 1,40 mal 1,90. Nochmal bitte? 1,40 mal 1,90, es wirkt fast noch größer. Aber es sind 2 Meter quasi, also Wand zu Wand ist 2 Meter. Also es ist jetzt nicht, die Matratze ist halt 1,90, aber es ist wirklich 2 Meter. Also genau, wenn du mal so lieb bist, mal runterfährst, das Hubbett, dann können wir es mal zeigen. Dann habe ich dich wieder ganz alleine. Was ich so mitbekommen habe, dass manche Paare auch gerne getrennt schlafen und manche bevorzugen es, unten zu schlafen. Und da habe ich dann wirklich 2 Meter mal 1,50 die Fläche. Also unten 2 Meter mal 1,50. Ja. Wenn du jetzt die Fahrräder nicht dabei hast als Beispiel, dann geht das ja, es dauert ein bisschen, aber es funktioniert. Ist irgendwas umzubauen oder stoppt das gleich auf der halben Höhe? Wir können schlafen, wo es geht. Dann machst du mal ganz runter, so weit wie es geht. Bis zum Sitz müsste es gehen, bis zum Radsitz. Aber die können wir rausnehmen. Soll ich sie raus? Bis zur Sitzgarnitur runter, also bis zur Sitzfläche gehen. Echt? Ja, ja, dann komplett runter. Also ich zeig mal, ihr könntet jetzt schon hier schlafen, hier oben, auf der Position. Weil bitte noch ein Stück runter, ein kleines bisschen. Also, ein kleines bisschen runter. Einmal kurz, das hier ist die für vier Personen. So schlafen wir, wenn wir zu viert sind. Okay. Und so schlafen wir dann, wenn wir zu zweit sind. So, das heißt, ihr fahrt weiter runter, jetzt kommen die Sitze. Stopp, so ist super. Ich kann ja, das ist das Coole, ich komme gleich mal zu dir rüber. Da können wir das mal zeigen. Ihr könnt ja hier unten schlafen dann mit 4 Personen. Wir zeigen gleich mal, wie es geht. Und ich komme jetzt mal rüber zu dir. Wenn du mal gerade hier zumachst, ich hoffe, du bist groß genug. Gleich, wir kommen gleich nochmal hierher. Okay. Wenn du gerade mal zumachst, die Klappe, sei mal so lieb. Ich will nur einmal kurz zeigen von innen, wie es jetzt aussieht. Genau, mach mal zu. Wir machen es gleich nochmal auf. Es gibt so viel zu sehen da hinten. Das müssen wir sehen. Und dann siehst du jetzt, das ist natürlich das ist ein richtiges Wohnzimmer hier drin. Wenn du reinkommst, das ist kein Camping. Also du hast ja ganz oft, du kommst rein, auch bei mir, wenn du jetzt reinkommst, sagst du, okay, ist Weißware Camping. Das hier ist ein Wohnraum. Genau, also da sieht man die Handschrift einer Frau. Ich muss es jetzt trotzdem mal zeigen. Das Coole ist dabei, dass du es super leicht reinigen kannst. Du hast ja den Boden hier drin, den kannst du zur Not sogar auskerchern oder theoretisch, wenn alles draußen ist, oder? Also einmal im Jahr kommen alle Möbel raus und dann hast du in 10 Minuten hast du aufgewaschen und Möbel wieder rein und du hast in keiner Ritze irgendwo irgendwelche Viecher drinnen. Aufgewaschen? Richtig aufgewaschen, richtig fein. Ja. Für mich wichtig, ich bin ein kleiner Monk. Cool, ja. Ja, bei uns ist die Wortterminologie ein bisschen anders in Deutschland. Da gibt es auch kein um 13 Euro. Das heißt bei euch, was heißt um eigentlich? Um 13 Euro kannst du was einkaufen, meinst du? Oder wie? Was heißt um? Das ist ja, um heißt bei uns um herum. Achso. Ab 13 Euro ab. Heißt das. Also, ja, genau. Mit 13 Euro. Ja. Mit 13 Euro. Und die Österreicher sagen um 13 Euro. Ich zeige mal gerade die Situation. Da hast du hier, das ist vielleicht leicht zu sehen, Seile mit drin. Und das ist interessant. Das sind Bergsteiler-Seile, würde ich sie mal nennen. Die können Tonnenlasten ab, oder?
Genau, also das ist wirklich auch robust. Das schaut jetzt natürlich etwas dünn aus, aber es ist, ja, da kann man sich abseilen mit den Dingern. Ja. So, du hast eine Mittelführung. Bitte, wenn du mal so lieb bist, zieh mal gerade die Schuhe aus. Wir gehen gleich noch nach hinten. Ja, ich habe es ja versprochen. Genau. Und ihr beide mal reingeht und ein bisschen so dynamische Last ausübt. Okay. Machen wir das? Einfach mal draufklettern, dass man auch mal sieht. Ich muss mal das Rad rausgeben, sonst schaut es ja nicht so gemütlich aus. Gell? So, ich zeig mal. Stopp, warte mal. Bitte noch mal runter, das war zu schnell. Du steigst also ganz langsam an Zeitlupe da hoch, dass man mal sieht. Also du brauchst keine Leiter, richtig? Nein, ohne Leiter. Wir können eine machen, aber... Nein. Nee, brauchst du nicht. So. Wir sind keine Senioren. So, ihr seid ja keine Senioren, das hast du schön gesagt. So, und jetzt liegst du da hinten und jetzt mal den großen Seiltest. Magst du auch mal hoch? Ja. Magst du. So, und das wer schläft denn außen, wer schläft denn innen? Also das ist unterschiedlich. Wie unterschiedlich? Ja, außen geschlafen. Das letzte Mal habe ich außen geschlafen. Bei uns ist das nicht so. Habt ihr keine festen Regeln? Nein, nix. So wer muss da mal raus nachts? Du oder er? Niemand. Ihr wacht morgens auf. Ich glaube, keiner draußen. Sehr schön. Also, man sieht aber auch gleich aus dem Fenster raus. Also das ist auch sehr cool. Also man liegt auf Fensterhöhe und die Sonne weckt einem in der Früh. Ihr habt jetzt die maximale Tönung der Scheiben ausgewählt, das könnte der Kunde ja wählen. Also wenn er sagt, ich hätte die gern mehr durchsichtig, das macht natürlich jetzt Sinn, die schwarzen. So, ihr dürft nochmal runter, dann zeige ich mal gerade. Also das ist, wie man runterkommt. Einmal hier über das Polster. Ich wollte nur mal zeigen, dass man auch, wenn man so ungelenkig ist wie ich, käme man da wahrscheinlich hoch. So, und jetzt fahrt ihr das Bett einfach hoch. Die Auflagen können alle drauf bleiben, oder? Ja, du brauchst nur das Bett nicht einmal machen in der Früh, gell? Das ist das Schönste, du wachst auf. Du machst die Jalousien auf, die Sonne schreit herein, du fährst das Bett hoch und setzt dich unten einfach zum Frühstückstisch. Mhm. Also ihr seid die Österreicher, die den Kaffee vergessen habt. Das wird jetzt auf jeden Fall, ich glaube, ich habe über eine Million Österreicher, die mich gucken am Kanal. Dann dürft ihr mal, sag mal, so eine Kaffeespezialität in Wien, was ist gern genommen? Ihr habt ja so tolle Namen für den Kaffee. Naja, der Klassiker ist ja großer Brauner oder Melange. Der große Braune? Genau. Was kann der, was da drin? Nein, das ist im Prinzip ist es ein verlängerter Kaffee. Also wir haben ja viele Kaffeesorten. Ja. Verlängerter Kaffee heißt, du hast, machst einen Espresso und tust ihn dann mit heißem Wasser aufgießen und dann kommt noch Milch dazu, dann hast du einen großen Braunen. Okay. Und die Melange ist eigentlich sowas wie ein Cappuccino in Italien, so ein Milchschaum ist drauf, aber kein Kaffee Latte. Also es ist ein bisschen ein Milchschaum drauf. Sag mal, wenn ich jetzt aus Deutschland komme, ich fahre zu euch nach Wien. Ja. Wenn ich euch richtig kennenlernen will, ihr habt wahrscheinlich auch eine gute Webseite. Du bist ja Filmer. Das heißt, du hast wahrscheinlich den von oben, unten, links und rechts schon durchgefilmt einmal, oder? Hast ihn in Szene gesetzt, wie in Hollywood? Ja, also ihr könnt uns folgen auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn und auf unserer Webseite wanderkuss.com. Und dort gibt es immer wieder neue Videos. Wir sind natürlich am Produzieren, aber du weißt selber, Videos dauern. Und ich weiß nicht, wie viel wir bis jetzt haben, aber ein paar gibt es schon. Und es kommen auch immer hilfreiche Tipps dazu. Wer ist denn die Frau da? Bist du das? Ah, das ist meine Nichte. Und zwar... Die sieht aber original aus wie du, als du klein warst. Wirklich? Und das Coole ist, die putzelt gerne. Ach stimmt, jetzt sehe ich sie, ein bisschen kleiner. Ich habe da... Wir haben so Magnetputzel. Warte mal, schau, ich habe da drin einen Schrank. Die putzelt heißt das in Österreich? Passel, wie heißt das hier? Puzzelt heißt das in doch. So, und dann? So, und da kannst du ganz... Ach, wie geil. Die lieben das, die Kinder. Die das heißt, du kannst jeden Kühlschrankmagneten, den du findest, auf deinen Reisen, kannst du einfach hier applizieren. Absolut. Das sind zum Beispiel die, wenn wir Brainstorming machen. Und wir haben dann irgendwelche Sachen, die wir ausgedruckt haben. Können wir da, also das ist quasi unser Whiteboard, ja. Also natürlich kann man hier auch Schränke verbauen, aber wir brauchen es eigentlich nicht, wir brauchen es eigentlich viel mehr. Zeig mir doch mal den Bilderrahmen, den ihr eigentlich extra mitgebracht habt, wo ihr den falschen Kleber verwendet habt. Darf ich den mal sehen? Na, dann habe ich jetzt im Auto da drin. Ist er, da ist er. Da ist er. Das heißt, ihr habt nämlich Folgendes, du kannst alles hier mit Magneten versehen, das habt ihr hier gemacht und da kann man es abnehmen. Genau, jetzt schauen wir, ob der funktioniert, der Kleber. Nein, der funktioniert auch nicht. Der funktioniert auch nicht. Aber man sieht es jetzt. Die Magneten, die sind so heftig, dass sie... Ja, den muss man kleinere nehmen. Ja, muss man klar. Du hättest es ja auch von innen mit der Schraube einfach innen kontern können. Aber gut, da hätte die Schraube rausgeguckt, ja, das stimmt. Okay, verstanden. Das heißt, alle Wände sind
sind magnetisch nicht, aber sie sind aus Stahl, das heißt Magneten können haften. Dann habt ihr entsprechend Airline-Schienen nicht nur an einem Befestigungspunkt reingenietet, sondern an hunderten, oder? Genau, ja, also die Airline-Schienen sind erstens einmal zwei an jeder Wand, dass ich eben auch ein Motorrad einmal fixieren kann zum Beispiel oder irgendwas Schwereres transportieren kann. Die sind ja super genial. Ich weiß nicht, ob jeder dieses Konzept kennt. Bestimmt nicht. Aber da gibt es diese Fittinge, die man nehmen kann. Kommen aus der Luftfahrt und natürlich der Transporterbranche. Genau. Also wenn du so, jetzt kann ich da schon wieder 100 Kilo dranhängen. Hopsala. Überall. So, wir gehen nochmal zurück. Auf die Küche kommen wir gleich zu sprechen und gehen nochmal nach hinten. Das habe ich dir versprochen, denn da gibt es viel zu sehen. Aber ich wollte das Bett eigentlich mal von innen zeigen. Schläft man gut in dem Bett? Ist die Matratze gut? Also ich mag es eigentlich ganz gerne. Wir haben aber auch, also neben der Standardmatratze, wo wir dann auch wirklich hochqualitative anbieten. Aber da ist ja jeder so individuell. Drei Zonen, schlag mich tot und, ja, und genau. Also ich habe schon einen Anbieter, den ich sehr bevorzugen würde. Da testen wir jetzt gerade und ja. Schön. Also muss ja auch atmungsaktiv sein und soll leicht sein. Also soll ja einige Kriterien aber erfüllen. Ne? Das Coole ist ja ein Standardmaß. Das heißt, du hast also hier, kannst du in jedem, kannst theoretisch ins Internet gehen, kannst sie bestellen. Das ist kein Spezialmaß mit vorne verjüngt und so ein Käse. Ja, sondern also wenn du 2 Meter nimmst, steht es natürlich 5 Zentimeter rechts und links ein bisschen drüber. Was es gibt auch einen 2,5 Meter. Du kannst im Internet alles bestellen mittlerweile. Kannst ja, du also okay, ja, kannst sagen, hätte ich ja, gern ja, ja. 70 mal 70 oder so. So, zeig mal, das hier ist Stauraum. Also das hier ist mein Surfbrett. Echt? Da ist ein Surfbrett drin? Das ist Surfbrett, ja. Zeig, hol's raus. Da ist ein Surfer drin. Ja, das war ihm wichtig. Man sieht bis zum Kasten nach vor, kann man durchladen. Das ist wichtig, wenn man mit Ski oder eben Surfbrett unterwegs ist, wo du ja, hol mal raus. Viel Platz brauchst. Ich glaube dir ja, dass ein Surfer drin ist, aber das ist ja wie Weihnachten hier. Das ist, also Surfbrett ist drin. Genau, leg's mal hin. Und dann, was ist hier daneben? Was ist das hier? Also wir haben hier ein System. Wir können das hier Höhen verstellen. Je nach Surfbrettdicke zum Beispiel oder je nach Ladegut. Das ist 2,55 Meter lang, die Ladefläche. 2,55 Meter? Ja, genau. Also da geht schon was rein. Und da sind meine Segel drinnen normalerweise und meine Masse. Aber weißt du, was du auch machen könntest? Du könntest eigentlich auch einen Schwerlastauszug hier reinmachen, der ziemlich weit nach rauskommt. Also das ist hier an dem Systemprofil sofort montierbar. Ja. Also ist überhaupt kein, jeder, der einen Schwerlastauszug kauft, kann ihn da sofort anschauen. Irgendwelche Boxen, Euroboxen. Das heißt, du könntest ihn drunter machen, dann käme das Surfbrett auch ein gutes Stück dir schon entgegen, ja. Würde aber Aufbauhöhe kosten. Gewicht ist es vor allem. Es ist extrem viel Gewicht und so ist es auch sehr praktikabel und vor allem, ich tue eben auch Wingfoilen zum Beispiel oder Skifahren. Und was machst du? Wingfoilen. Ah, das ist das mit dem... Wo man übers Wasser fliegt mit dem dreieckigen Segel in der Hand. Echt? Und dann kommt halt das andere rein. Ja? Und das ist halt deswegen, es hat sich... Alle 5 Jahre neuer Sport. Du auch eigentlich wegen Wingfoilen? Ich habe begonnen, aber ich habe dann leider Gottes einen schweren Skiunfall gehabt. Und was hast du denn gebrochen? Ach, das linke Tibiakopf und ja, Schuss halt. Echt volles Programm einmal. Komplett. Und wie ist passiert? Ganz, ganz einfach Ziehweg. Was ist ein Ziehweg nochmal? Ein Ziehweg ist einfach, wo du ohne Bogen, sondern einfach geradeaus fährst von einem Hang zum nächsten. Ah, den kenne ich, so diese... Und da bist du gestürzt? Einfach, ja. Du bist ja Österreicherin, das geht doch gar nicht. Ja, also ich habe es geschafft nach 40 Jahren Skifahren, dass ich mich echt schwer verletzt und habe. Und ihr seid gute Skifahrer in Österreich, weil ihr macht das ja von der Schule aus. Im Herzen weh, ja. Aber sie fahrt wieder. Ja. Hast du direkt gemerkt, dass irgendwas kaputt war, oder? Ja, ich konnte nicht gehen. Ich musste wieder gehen lernen. Das war wirklich alles gut. Oh je, und das hat lange gedauert, oder wie? Ja, ein halbes Jahr konnte ich dann wieder gehen. Ja. Gut. Der Vorteil ist, ihr habt auch die besten Kliniken für Skiunfälle. Der Innsbruck. So, das ist übrigens eine Besonderheit. Ich liebe die Firma Lagoon. Wenn ihr mich hört, liebe Firma Lagoon, schickt mir doch mal so einen Tisch zum Proben, weil ich würde den sofort in alle meine Autos einbauen, weil der viel besser ist wie alle anderen Tische der Welt. Du kannst ihn nämlich mit einem Handgriff rausnehmen. Er geht in 360 Grad. Wenn du mal so lieb bist, nimm mal das Fahrrad raus, dass wir einmal kurz sehen. Also da ist eine Steckachse drin. Da kannst du natürlich die Aufnahme nehmen, die du hast. Wir haben halt hier bei dem Rad jetzt eine Steckachse, deswegen Steckachse. Es soll ja auch sicher verstaut sein, wenn da drin genau, ist. Das also heißt, wir tun das einmal so und dann einfach mit einem Gurt noch einmal zur Sicherheit. Es ginge natürlich auch so rein, aber dann ist viel mehr Aufwand und es kommt viel höher, das ist das Hauptproblem. Also das heißt, du kannst das Bett dann nicht mehr so weit runter machen und so hast du vielleicht einen Montageaufwand von circa eine Minute. Wer sich auskennt, baut das Rad ja sowieso dauernd an und aus. Ja. Genau.
Also das wird interessant werden. Wenn wir gleich fertig sind, ist hier der komplette Hausrat. Dann können wir hier einen Flohmarkt aufmachen. Ich habe noch ein KTM-Bike zum... Genau, ja, es ist genug Stauraum hier. Ja. Und das sind diese Knebelschrauben, das heißt, das kannst du verändern. Das kannst du dorthin setzen, wo du es brauchst, und oder wenn du es nicht hast, nimmst du es einfach nicht mit. Es geht aber auch hinein von der Velobike-Fahrradträger aus der Schweiz. Dann kannst du das Rad auch rausziehen oder die Räder rausziehen und draußen montieren. Und dann schiebst du es einfach wieder rein. Also auch ein ganz ein simpler, auch eine Empfehlung für... Das heißt, du könntest auf diesen Airline-Schienen diesen Rausziehträger montieren? Der wird gar nicht montiert, den schiebst du rein und dann tust du ihn einfach mit Gurten festmachen. Okay. So, jetzt, Gurt eigentlich. Ja, jetzt steig mal rein. Das heißt, das hier, das können wir einfach drin lassen, das schadet nichts. Ja, so. Und jetzt hast du eine Face-to-Face-Sitzgruppe und zeig mal diesen tollen Tisch. Also dass wir mal haben hier jetzt einfach einmal ein Einlegeblatt. Ah, Moment. So rum. Das ist interessant. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Man trifft immer die falsche. Ja, beim nächsten machen wir es so, dass es wurscht ist. Das ist auch schon in Planung. Nochmal, was hast du gesagt? Beim nächsten machst du es so, dass es wurscht ist. Das wurscht ist, genau. Weil das hat mich auch schon gestört. Und wir haben dann, ich habe schon umgeplant in 3D. Also es ist schon korrigiert. Ich liebe euch Österreicher. Das ist schon da. Ihr redet mir so aus der Seele. Das heißt, das ist das Bett Nummer 1 und ich nehme an, die obere Tischplatte, die ist die zweite, oder? Die lege ich dann hier rein. Mach mal. Sollen wir das auch? Sag mal. Denn die Leute glauben das nicht, wenn sie es nicht sehen. Das ist immer so. Der Deutsche nicht, der Österreicher glaubt das. Was ich in dem Konzept extrem gut finde, und wir haben da wirklich lange getüftelt, also wir haben da wirklich vor der Messe, glaube ich, noch einen Tag davor, haben wir dann die letzten Bretter gekriegt, zusammengeschraubt. Und jetzt ist es wirklich so, der Tisch ist genau dort, dass man ihn nicht mehr abmontieren muss, wenn man die Räder hineingeben möchte. Warte, ich zeig mal, das war eben die Lampe. Sag mal bitte, was hast du gerade gemacht? Naja, die Lampe stört mich da. Die kann man übrigens im Internet kaufen. Das sind kleine Metallaufkleber, die kannst du auf Alu kleben, genau. Damit es auch hebt, wie der Schwabe sagt. Und dann ziemlich nervt, tue ich sie halt weg. So, und das ist der Laguntisch. Das ist alles. Das genau, heißt, und der hat auch hier die, warte, wenn ich das umdrehe, so. Kann ich das auch hier wieder reinstecken? Ist das nicht ein toller Tisch? Also ich liebe ihn, weil wie gesagt, ich habe drei Positionsmöglichkeiten. Einerseits kann ich eine Liegefläche bauen. Ich kann ihn wirklich bis an die Wand hingeben, dass ich die Räder hineinstellen kann. Und wir können diese U-Couch sowohl in diese Richtung als auch in die andere Richtung bauen. Das heißt, dieses Brett kann man dann auch, wie du siehst, so wie den Tisch auch auf die andere Seite bauen. Und somit hast du eine U-Couch mit Sicht nach draußen oder nach drinnen. Was ich toll finde, ist, selbst wenn das Bett hier unten gebaut ist, das wäre jetzt schon mal ein Längsbett, könnte man ja ohne Umbau machen. Das wäre gar kein Problem. Das ist 2 Meter. Das ist 2 Meter, das heißt, wenn, wenn jetzt nur... Du hast schon eins immer dabei eigentlich. Also du kannst hier auch schlafen. Es ist 2 Meter lang. Mhm. Und ich sehe schon... So die, ein bisschen Tetris spielen. Sag mal hier, die ganzen Bezüge, wer hat die denn genäht hier? Die ersten habe ich gemacht, die lasse ich jetzt schon... professionell schneidern. Du kannst nähen? Ich kann alles. Man muss sich nur hinsetzen, mit YouTube geht alles. Du kannst alles machen. Also es ist auch hier jetzt so überlegt, die Polster sind so, dass der Korpus, ja, liegt auf dem großen Polster, ja, sodass ich nicht in den Fugen liege. Ja, das ist sehr unangenehm für die für hinten den Rücken. Genau. Wenn du nämlich in den Fugen liegst, hast du Pech. Morgens hast du dann echtes Problem. Ja. Da hast du 8 cm Kaltschaum, da liegst du richtig gut drauf. Ja? Mhm. Und das ist halt wichtig, weil wir auch 2 Teenager-Kinder haben, die ja auch gut schlafen sollen. Die schlafen unten. Ihr kriegt natürlich das Lattenrost. Die schlafen meistens oben. Die schlafen oben. Die Säcke. Aber eben, du liegst hier eben komplett bis zur Schulter auf dem... auf dem großen Polster. Ich find's klasse. Was ich gut finde, ist, dass ihr vorne noch Platz habt. Das heißt, man könnte theoretisch da vorne noch frühstücken, kann das Bett. Also du hast immer noch ein bisschen Platzrest. Sag mal, ja, man könnte auch hier noch eine Lagunplatte bauen. Ja. Dann hast du hier auch die Möglichkeit, hier natürlich noch einmal einen Tisch herzubauen zum Beispiel. Okay, so, bau mal bitte wieder zurück. Habe ich soweit verstanden. So, jetzt sind wir morgens. Die Kinder... Ist interessant, wenn man so Kids hat, die... Zum Beispiel, das ist verkehrt, weil hier sind nämlich die Magneten. Vielleicht nochmal. Ach stimmt, das hält mit Magneten. Die habt ihr eingenäht. Weil das ist ja immer so mühsam, wenn das dann immer so umklett. Und das gibt es eben bei uns nicht, wenn man das noch festmacht hier. Und genauso ist das nämlich auch bei unseren Vorhängen, die dann immer irgendwo herumwehen. Da habt ihr auch einen Magnet? Wir haben überall Magneten, ja. Bitte nochmal zeigen. Das ist eingenäht, oder wie? Das ist eingenäht, genau, von oben bis unten, auch hier. So, dann mach mal zu, hier den Vorhang. Ich will mal sehen, wie das funktioniert. Das heißt, die halten, genau, mach mal ganz zu den Vorhang. Das wäre ja auch ein guter Fliegenschutz. Im Moment haben wir ja keine Mücken, aber die sind so dicht,
dass du damit auch nach Skandinavien, wobei da wäre ich vorsichtig, die es finden... Gibt, es gibt auch einen Fliegenschutz extra für uns, der wird eigentlich auch mit Magneten reingemacht. Der wird reingemacht, okay. Gibt's also das ist optional. Ne? Weil ich weiß, die ganz Kleinen, die finden ihren Weg durch jede Ritze, aber das hier wäre schon mal also ganz gut. Also wenn man nicht aufdreht, sondern nur schlaft, reicht's aus. So, und da zeige ich mal. Genau, ich habe es hier bewusst auch doppelt gemacht, damit hier auch ein gewisser Sichtschutz ist. Also damit man da nicht das ganze Gerümpel gleich sieht. Wow. Ja. So, dann mach nochmal zu, dass ich deinen Mann nochmal sehe. Und der wird uns nämlich gleich mal die Funktionsweise, das darfst du mal lassen. Bitte mal lassen. Ich will mal was zeigen. Ja. Bau das mal hier drauf, dass es hier auch ein Sitz ist, weil das wäre jetzt eine Sitzmöglichkeit mehr, wenn ich jetzt mit mehreren Leuten unterwegs bin. Ja. Und zeig mir jetzt mal, wie toll der Tisch sich bewegt. Weil den kannst du in allen Ecken, der ist ein bisschen tief, den kannst du höher machen? Den bisschen kann höher. Natürlich höher machen. Ich mag den Lagunentisch. Also ich habe die noch nie kennengelernt, aber ich will so einen Tisch haben von denen unbedingt. Die waren eigentlich sehr nette. Ja, sind junge Leute. Ja, sag denen, schick denen doch einfach mal das Video und sag hier, German Television will so einen Tisch haben. So, jetzt ist er oben. Den kannst du natürlich auch super verwenden, um irgendwas abzulegen, wenn du kochst. Da kann einer schon mal schnippeln, oder? Also ich finde super, ist auch für die Größe, geht gerade noch. Natürlich ist er hauptsächlich gebaut für diese kleinen Tische in den Vans. Mhm. Wir haben das aber getestet. Es geht wirklich ganz gut, dass man den. Es wackelt da jetzt. Also er ist eigentlich sehr robust. Genau, und jetzt zeig mal bitte, du kannst den in jede Richtung bis ganz ran, ja. Wenn du raus willst, einfach wegschieben um die eigene Achse. Man muss dann nur aufpassen, weil man vergisst, dass man hier nicht mehr diese kauft. Das ist übrigens sehr, sehr unangenehm, denn wenn du da aufstehst, da würde ich noch einen Kantenschutz drauf machen. Also falls man das dauernd vergisst, man vergisst es immer nur einmal oder zweimal und dann weiß man es. Genau, mehr nicht, aber es ist in Wahrheit, steht man eh meistens da und wenn der Tisch normal steht, hat man das Problem auch nicht. Also das ist das Bett jetzt ganz oben gerade, komplett? Ja, kannst du mal gucken? Ein Stück geht es noch, gell? Weil das macht viel aus. Das sind ein paar Zentimeter, die aber in der Praxis, genau, geh mal runter. Boah, ist das ein toller Wagen. Also ich liebe es, ja. Wie gesagt, in der Früh Bett drauf, Klappe auf und sich. Es gibt ja auch so ähnliche Konzepte, zum Beispiel von Hobby, die kosten so um die 20.000 Euro. Das kann man nicht vergleichen. Da ist die Wand nicht aus Stahl-Sandwich. Was ist es denn? Es ist die Klappe, weil wir müssen gar nicht die Tische rausstellen, wenn wir draußen sein wollen, sondern wir machen einfach die Klappe auf und genau. Du bist wie auf der Terrasse, oder? Und selbst wenn es ein bisschen regnet. Weißt du, was ich toll finden würde? Wenn du jetzt hier einen Vorhang machen würdest mit Magneten, kannst du ja den ganzen Raum nach außen einmal komplett erweitern, absolut. Könntest die Außendusche verlängern und könntest hier gerade mal duschen. Genau, so ist es auch gedacht. Und wenn wir zum Beispiel wo stehen am Campingplatz, was ja auch manchmal vorkommt, dann mache ich mir einfach hier ein Tuch runter und habe den Sichtschutz zu meinen Nachbarn. Ja. Warte, ich zeig's mal. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Das ist die geöffnete Klappe. Hier. Dein Mann schaut die ganze Zeit schon so skeptisch. Nein, überhaupt nicht. Doch, du guckst mich an, als wolltest du mich töten, weil irgendwie ich was sehe. Also A, mag ich euren Wohnwagen. B, mag ich die Story, die ist echt, die dahinter ist. Ihr habt den wirklich für euch entwickelt und ihr habt es aber so professionell gemacht, dass es nicht hier gebastelt. Also alles, was ich sehe, ist professionell. Genau, also wir arbeiten nur mit professionellen Firmen zusammen, die eigentlich aus der Industrie kommen. Also die Möbel werden gefräst von einem Zulieferer, der normal Tischlereien beliefert. Ja. Mhm. Und auch die Verschlüsse hier, alles was im Campingbereich ist, ist oft relativ teuer und nicht immer sehr stabil. Und wenn wir das merken, dann gehen wir meistens dann in den Yachtsport rüber, weil dort findet man oft ein bisschen robustere Sachen. Also auch diesen Saufco, das ist wirklich gute Qualität. Und wir haben auch aus dem Internet billige bestellt, die haben wir dann sofort verworfen. Ihr habt ein Riesenglück jetzt. Die ist weg, die Sonne. Jetzt kann ich wenigstens richtig filmen, weil die hat einen Nachteil. Was ist denn hier noch drin, eigentlich hier drunter, wo wir gerade dabei sind? Also was man auch dazu sagen muss, dass ja jedes einzelne Möbelteil ist mit zwei Handschrauben auszubauen. Also auch so komplett. Wie hier. Das sind überall Knebelschrauben, das heißt, genau. Du kannst ihn komplett leer machen. Zwei. Auch den Schrank hier, den großen. Den großen nicht. Das ist, also du kannst ihn auch ausbauen, aber der ist nicht ganz so einfach. Ja. Den schon, den rechts schon, sorry. Den schon. Hochschrank. Also nochmal, bis da vorne hin. Also den kriegst du ruckzuck ausgebaut. Genau, du ja kriegst den Schrank hier rechts. Von hier bis hier ja genau kann ich alles auf die Straße stellen. Ja. Das heißt, da vorne ist ja auch Technik drin,
Nee, in den vorne in den Schränken. Auch ja, in der, bei der Küche, ne? Den kann man auch zerlegen. Ja. Kannst du auch zerlegen. Aber das ist ein bisschen mühsamer, da brauche ich halt einen Schraubenzieher. Ja, aber ich habe doch, wenn der jetzt raus ist, allein wenn der noch drin wäre, der da, hätte ich schon irre viel Platz. Ja, aber das ist ja jetzt schon viel. Also das ist so konzipiert, dass du diesen Teil kannst doch hier draufstellen. Wir haben ja hier auch Airline-Schienen. Kannst du es festmachen. Und du kannst quasi hier dann, wenn du sagst, ich möchte aber die Möbel mitnehmen, aber etwas transportieren, dann geht das auch. Okay, das heißt, du bringst zum Beispiel was mit, was du später ausladen willst und dann, okay, zum Beispiel Motorrad. Genau, oder der Christoph, der hat ja so riesige Kisten da immer mit Equipment mit. Und da ist es natürlich dann von Vorteil, wenn du hier viel Platz hast. Und du kannst natürlich überall über diese Airline-Schienen, kannst alles festmachen. Ne? Weißt du, die Selbstausbauer, die werden euch so feiern, weil ihr zeigt gerade aus 20 Jahren Erfahrung, was ihr alles geändert habt, oder? Du, es ist auch so, dass was total spannend ist, zu uns sind viele Van-Fahrer gekommen. Und ich meine, ich finde Vans super cool, ja, wirklich, wenn ich alleine reisen würde. Aber die haben gesagt, du, wir sind größer geworden, wir haben jetzt eine Familie und der Platz ist zu klein. Und wir wollen aber keinen konventionellen Wohnwagen, sondern dieses Van-Life-Feeling. Und genau das ist es, was wir eigentlich hier geschaffen haben, ja? Du musst ja nochmal zusammenbauen. Du hast jetzt keine Chance. Das ging viel zu schnell. Das ist ja ein geiler Tisch. Also das ist von den habe ich mir gewünscht zu Weihnachten. Ich liebe den, ja. Den kriegt man tatsächlich fertig, oder? Den kriegt man, das ist von Dometic, kann man bestellen, kann man auch bei uns bestellen, aber kriegst du im Internet und muss sagen, ich mag den, weil den kann man super gut putzen. Liebe Dometic-Leute, schickt mir auch diesen Tisch, wenn ihr gerade dabei seid. Ja. Stopp, bitte nochmal auseinanderfalten, so, also das heißt, dass man den Mechanismus so sieht. Ja. Einmal in der Mitte klappen und dann die Füße ausziehen. Fertig. Oh, Wahnsinn. Ja. Oh, Wahnsinn. Wir hatten vorhin einen anderen und kein Vergleich. Ja. Und der passt hier rein, in das kleine Loch? Ja, genau. Und da hast du auch wieder, wenn du schaust, haben wir das so gebaut, dass wir ihn einfach hier rauflegen können. Ach, stimmt. Das heißt, über diese da vorne habt ihr was ausgefräst, aus dem Multiplexholz. Genau. Aus dem Schichtholz, genau. Ja. Genau. Also da überlegen wir noch, ob wir das in Metall machen. Wir haben es jetzt mal, weil es einfacher geht, einfach in Holz das mal hält probiert. Aber. Ja. Also es hält wunderbar. Und es ist flexibel. Du kannst es eben stufenlos verstellen. Wir sind jetzt drauf gekommen, wir werden es sogar noch ein bisschen anders machen, wo man es noch stufenloser machen kann. Aber was ist der Veloboy hier? Das ist der Fahrradträger, den es auch gibt. Also mit dem haben wir der Schweizer. So, zeig mal gerade, dass man mal sieht, wie der funktioniert. Der hat hier so Skateboardrollen. Und hier tust du die Fahrräder, kommt diese... Ist da ein Bild drin, dass man das sehen kann, wie es aufgebaut ist? Auf unserer Webseite gibt es eins, glaube ich. Genau, hier ist eins. Und dann kannst du das so rausziehen. Ah, okay. Und dann kannst du das hinten rausstellen und kannst du die Räder außen noch abmontieren und reinstellen. Ist das gut, Herr Villebohr? Ich finde ihn nicht schlecht, vor allem für Kombis oder so ist das ganz leibend, weil du kannst es einfach reinschieben, das ganze Teil auch in jeden Kombi und einfach mit einem Spanngut. Was hast du für Kombis, ist das ganz leibend, also super. Leibend? Leibend, ja. Cool, ich lerne heute österreichisch. Ist das ein ganz Österreich Leihwand, sag mal das? Bei uns ist das gang und gäbe, Leihwand ist Leihwand. Ja, also, das ist Leihwand. Ja, ja. Aber es gibt auch noch andere Schisch und also wenn man den Kindern zu Gras und ja, alles mögliche. Aber das kommt dann schon eher von Deutschland, was die Kinder dann schon wieder sagen. Echt? Da haben wir halt noch die Sessel drinnen von Dometic. Auch sehr schön. Die sind richtig toll. Also die bauen schon gutes Zeug, muss man sagen. Es muss nicht immer von Brunner sein oder so. Ich fand die einfach hübsch. Sie passen halt zu unserem Farbkonzept, ja. Und Dometic, die kaufen ja alles auf, was sich nicht bewegt, ja, was ja, gut ist. Die haben, glaube ich, die ganze Campingbranche aufgekauft. Alle Lieferanten sind jetzt Dometic. Aber der funktioniert gut, sagst du, der Stuhl. Ja, du kannst nur die Rückenlehne nicht verstellen. Das heißt, das ist mehr ein Knotzsessel. Ach so, das ist nicht gut, wenn du jetzt irgendwas essen möchtest. Also kein Vergleich zum Hochlehner. Genau, wenn du mal den mal also komplett mal ausfaltest. Oder ist der ausgefaltet? Ist ausgefaltet. Genau, setz mal rein. Also ich zeige das deswegen so intensiv, weil das sind ja alles Möbel exakt abgestimmt auf dieses Fahrzeug. Damit man, eigentlich kann man das Fahrzeug auf Wunsch mit dem Tisch kaufen, mit dem Möbel, das könnt ihr alles organisieren, oder? Genau, das können wir alles organisieren. Aber das Fahrzeug ist nicht auf die Möbel abgestimmt, sondern es passen alle Möbel rein. Deswegen sind auch diese ganzen Sachen höhenverstellbar. Ich bin so ein Typ, ich kaufe mal das Originale gerade mit, die Sitzkissen von Concorde. Aber es passt super rein, ja. Okay, verstanden. So, lass mal alles draußen, das ist schön, denn es wird immer voller hier, wenn man das sieht, ja. Weil du sagst, die Sitzkissen, das ist auch ganz wichtig, weil
Wir kennen das ja oft, die sind immer recht dunkel, weil sie halt strapazfähig sein und nicht so heikel sein sollen. Mir war es wichtig, dass es hell ist. Und wir haben hier einen speziellen Stoff, und zwar mit der Quick Clean Technologie. Was? Das heißt Quick Clean. Kann man auch, gibt es eine eigene Seite im Internet sogar, wo das beschrieben ist, wie das funktioniert. Ich hab's getestet mit Rotwein, einfach hier Rotwein draufgeschüttet, und du kannst ganz einfach mit einem Taschentuch oder mit einem Wettex, ja, oder Küchenrolle einfach abtupfen. Hallo? Brauchst einfach nur abtupfen. Bisschen so, du siehst null. Also das heißt, es ist das Gewebe so gemacht, dass es nichts einziehen kann. Echt, das funktioniert? Quick Clean. Quick Clean, ja. Ist das so ein Zeug, was du drauf sprühst? Oder? Nein, gar nicht. Das ist schon... Ach, das ist ein Lotus-Effekt. Jetzt habe ich's. Genau. Ja, und dann... Hast dich nicht drauf mit dem Wein, gell? Ich habe ihn nicht gefunden. Aber wir haben kein Rotwein mit, stimmt? Nee, ich... Nur Weißwein. Und dann geht das so das weg. Das ist ja krass. Das heißt, wenn ich jetzt inkontinent bin, kann ich einmal laufen lassen. Na, aber wenn man mit Kindern unterwegs ist, ich meine, es passiert ständig irgendwas. Ja? Du kannst es auch abziehen, du kannst es waschen. Ach, nochmal, das war zu schnell. Warte mal, du schüttest jetzt das Zeug da drauf? Das ist ja cool. Das ist ja richtig viel jetzt. Ne? Und das hält ewig oder wie? Also ich hab's so eine Minute oder so drauf lassen. Nee, ich meine, dass der Effekt irgendwann mal weg ist, sich abnutzt. Nee, dass es einzieht. Nein, irgendwann. Dass nach Jahren das nicht mehr geht, meine ich. Also so lange haben wir noch nicht. Okay, ja. Aber es funktioniert. Aber es funktioniert, und ich glaube, es ist die Faser ist einfach so gemacht, ja, dass ich weiß nicht, ob das besprüht wird. Das glaube ich nämlich gar nicht. Oder es kommt eine Schicht drauf, ja. Einfach mal bei Quick Clean nachschauen. Ey, was ich heute alles lerne bei euch. Das ist österreichisch lerne ich, Quick Clean. Ja. Aber es gibt es natürlich auch, wenn du hinten siehst, in unterschiedlichsten Farben. Kannst du auswählen. So, komm mal mit. Dann gucken wir uns das mal von innen an. Denn ich habe euch ja versprochen, wir werden das mal intensiv erforschen, dieses Fahrzeug. Denn es gibt so viel zu sehen. Und da fängt das jetzt schon mal an. Das ist übrigens, wenn man sich face-to-face hinsetzt. Wenn du mal gerade so lieb bist, geh mal auf die andere Seite. Das ist die mit C, glaube ich, fängst du an. Claudia. Ja, dann, und dein Mann Christoph. So. Genau. So war das. Und jetzt kannst du hier rausschauen. Christoph, wenn du dich mal neben deine Frau setzt, sag mal so lieb, dann filme ich euch mal. Das ist jetzt so ein typischer... Wir sind in Landsberg am Lech. Da tun wir ein bisschen Obst daher. So. Und das ist doch jetzt schon mal... Mit meiner FX30 hier kommt das auch farblich gigantisch rüber gerade. Das ist, wie die Farben darstellt. Guck mal hier, das Obst. Guck mal hier durch, hier aufs Display. Mhm. Ist das nicht cool? Sehr cool, ja. Und der ist eigentlich in der Winterzeit. Da darf ich auch eine haben. Warte mal. Ich kann sie nicht essen. Warte, ich hole mir eine. Oh, die sehen so lecker aus. Hm. Die sind aber nicht aus Österreich, oder? Nein, die haben wir... Zwar in Österreich gekauft und hier importiert, aber ist sie nicht aus Österreich. Ne? Boah, sind die lecker. Es geht ja um Lifestyle. Also warum ich hier jetzt drauf eingehe, ist ja wirklich, dass man ein Auto hat, was nicht von der Stange ist, sondern individuell auf mich zugeschnitten wird. Wenn der Kunde jetzt sagt, ist das fix hier, dass das Möbel genau das sein muss, oder könnt ihr da ein bisschen drauf eingehen? Theoretisch können wir darauf eingehen, aber es ist schon so gemacht, dass es auch ausgewogen ist. Also das heißt, wir haben uns sehr lange überlegt, wie müssen wir das machen, dass auch die Gewichtsverteilung passt. Wir haben auch die Achse verschieben lassen deswegen, damit wir auch mit Wasser und Gasflasche ohne Kopfweh wegfahren können. Also es ist schon immer eine Ausbalanciererei von diesen ganzen Sachen. Und es ist natürlich so gedacht, dass man es immer ausbauen kann. Ne? Das heißt, und auch wir wollen natürlich hier auch eine große Fläche zum Liegen unten bieten. Deswegen ist es, und mir war es auch wichtig, dieses Raumgefühl. Das ist irre. Dafür, dass der innen ja so klein ist. 2x4 Meter. Nochmal bitte? 2x4 Meter ist es. 2x4 Meter. Darf ich mal sehen, was da drin ist? Ist ja. Das ist auch so eine Geschichte. Also da haben wir wieder diese Pull-Locks. Einfach hier aufmachen. Und wie du hier siehst, auch hier sind Euro-Kisten verbaut. Ach, die kannst du einfach zu Hause packen und reinmachen? Genau. Und das war dem Christoph wichtig, wo er sagt, also ich möchte nicht mit dem... Der Schrank hat Euro-Kistenmaß. Das ja, ist, genau. Der hat innen Euro-Kisten. Das ist ja mal eine coole Idee. Und den kann man dann so rausnehmen. Kannst zu Hause packen, kannst es fertig machen. Du hast einen Schrank, einmal Sommer, einer Winter. Da kannst du sogar eine Klapper noch, die kannst du ganz zusammenklappen. Das heißt, bei uns ist es so, wir haben 4 Kinder. Wie du hier siehst, Entschuldige. Du hast 4 Kinder oder 2?
Wir haben vier Kinder? Nein, wir haben zwei Kinder. Ah, Entschuldige. Wir haben zwei Kinder, um Gottes Willen. Ihr seid zu viert. So. Die Lin und der Benni werden sich jetzt wundern, wo sind meine anderen Geschwister? Also wir haben zwei Kinder, wir sind zu viert und jeder bekommt bei uns eine Box. Das heißt, der darf die voll machen, das war's. Genau, das ist genau der Hintergrund. Damit hast du null Diskussion. Ja? Und gerade bei Kindern ist immer eine Diskussion. Und dann gibt es natürlich, da kommen halt dann noch die Handtücher. Ja, warte mal, wir gucken mal hier Schublade für Schublade. Bitte nochmal reinstellen in die Box. Ja. Das sind also Klappboxen, die kann man schön stapeln. Vielleicht auch, wenn ich filmen fahre. Bitte nochmal. Wenn ich zum Beispiel beruflich unterwegs bin, alleine, dann sind da zwei Gewandkisten unter Umständen. Was für Kisten? Gewandkisten, also Kleidungskisten. Kleidungskisten. Und zwei Kabelkisten zum Beispiel, also wo ich irgendwelche Materialien halt führe oder so. Also das ist halt jener, weil ich ja die Eurokisten auch in der Firma verwende. Das ist ja vollkommen leiwand. Das ist sehr cool, ja. Ja. Ist abgefahren. Mach mal zu, die Gewandkiste. Okay. Also du kannst hier... Ja, das System ist immer das gleiche. Ihr habt ja nach dir drin geschlafen, das heißt, der ist gepackt für euch jetzt. Ja. Schmutzwäsche, wo ist die, ganz unten? Die habe ich da drin. Zeig nochmal gerade. Ich habe sie jetzt nicht reingeschmissen. Gell? Zeig mal gerade. Also das ist eine Kassettentoilette, die man auch wirklich benutzen kann. Ja, genau. Das ist toll, die hängt an der Hauptversorgung mit Wasser. Ja. Dann hast du hier für hängende Kleidung hast du einen Hypermagneten festgemacht. Das ist vor allem dann recht praktisch, wenn du beim Skifahren oder so nasse Kleidung hast. Wir haben extra auch es so gemacht, dass wir es als Trockenraum verwenden können. Also auch hier gibt es einen Auslass, wo du von der Autotherme, wo wir hier hineinheizen. Das heißt, du kannst hier die Skikleidung reinhängen. Ja, ist der Ski tauglich? Jetzt mal Hand aufs Herz, der hier. Würdest du sagen? Wir waren letztes Jahr bei minus 17 Grad. Und die Füße nicht kalt? Also es war wirklich unglaublich. Also minus 17 ist an der Grenze bei einer 2-kW-Heizung. Ja? Mhm. Also wir haben aber trotzdem wieder eine 2-kW hergenommen. Weil das hast du ja nicht so oft, oder? Minus 17? Eben, das ist der Grund. Und die 4-kW fängt dort an, wo die... Das Problem ist, wenn du eine 4-kW nimmst, die ist super, dann sollte man eher 2 einbauen, weil die wiegt auch nicht die Welt. Da machst du eine 4 und eine 2-kW, weil mit der 4-kW bist du dauernd überhitzt. Und das ist das Problem. Die geht viel öfter an und aus. Also jetzt haben wir minus 1 Grad gehabt in der Nacht und wir waren auf der kleinsten Stufe. Und wir hatten aber die Dachluke offen. Der Dieselverbrauch ist enorm gering. Das heißt, wir reden hier über 300, 400 Milliliter die Nacht. Also es ist nicht die Welt. Kommen wir mit diesen 5 Liter, sind wir 3 Tage oder so. Es kommt, ich kann es jetzt nicht genau sagen, weil wir natürlich nicht den ganzen Tag durchheizen. Ja? Aber das System mit den Magneten. 3 Tage bei Volllast, ja. Okay. Also das System mit den Magneten. Hier Forster, die bauen. Ist das auch Magnet hier, der Handtuchhalter? Ja, auch Magnet. Genau. Das heißt, du kannst alles verändern? Ja, also du kannst hier eben, es gibt da, im Netz findest du alles. Ne? Du hast hier, die sehen ein bisschen hübscher aus, die sind halt praktisch. Warte, ich zeig mal, das sind diese Schwerlastmagneten, ja, da kannst du auch ein bisschen was dranhängen. Aber noch, wenn du schaust, da drinnen, die sind glaube ich 26 Kilo oder so, wo die Jacke drauf hängt. Ja? Ach, da hast du dir diese Polaroids. Das heißt, ihr benutzt sie wirklich? Ihr habt die Kamera immer hier, oder wie? Ja, natürlich, da machen wir dann ein Foto mit dir. Ja, muss man gleich mal machen. Das ist eine Polaroid-Kamera, genau. Ich glaube sogar eine echte, die entwickelt dann... Und die ist immer mit dabei. Und überall, wo wir hinkommen, das war das Letzte, da waren wir in Kroatien, da haben wir eine Filmtour gemacht und Eine Filmtour? Ihr filmt? Ihr müsst mal gucken, kleiner Filmtipp. Unsere Reise Kanada ist veröffentlicht worden gestern. Teil 2 kam heute. Ganz schön viel unterwegs. 21 Teile haben wir in Kanada gedreht. Und ich habe dich auch gesehen in der Wüste und so, also du kommst echt viel herum. In Tunesien waren wir jetzt, ja. Tunesien war das, ja. Okay. Wir waren aber auch noch auf einem Kreuzfahrtschiff, der Antichrist des Campers. Da waren wir 10 Tage in der Karibik und haben dort eine große Teile gemacht mit Mein Schiff 4. Waren wir da und waren trinken mit den Rentnern. Das war richtig geil. Also ich habe am Anfang, nach 3 Tagen kam ich erst an. Also ich musste dann tatsächlich, ich trinke ja nicht so viel Alkohol. Am 3. Tag musste ich zur Entziehung. Aber das hier, ich sag mal, ihr seid Outdoor-Menschen. Das heißt, ihr seid unterwegs, ihr steht draußen. Aber ich glaube, man muss alles mal ausprobieren. Also man muss das hier ist nicht jedermanns Sache. Also wenn der sagt hier, ich brauche Komfort, ich brauche morgens mein... Wobei Freunde von mir haben gesagt, na so können wir uns Campen auch vorstellen. Echt? Ja, und es waren sogar 2 Freunde, waren auf der Messe, die haben noch nie was mit Campen zu tun gehabt. Die haben sich alles angeschaut und gesagt, oh Gott, also wenn, dann würden wir so einen nehmen. Ja, schon. Ja, was ist hier? Ach,
Da ist der Kühlschrank hinter. Okay, genau, doofe Frage. Der Kühlschrank dahinter. Und da haben wir auch noch Stauraum ohne Ende. Du kommst natürlich überall von der Seite, von den Klappen dazu. Aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit, dass du hier... Du kannst es von oben anlupfen. Genau, du kannst da... Und genauso okay. Hast du das hier, hast du diese Truhe, das sieht man ganz gut mit den Handschuhen. Mit den Knebeln, dass du die Möbel einfach rausnehmen genau, kannst. Genau, wo du die einfach losmachst und rausziehst und... Ist auch wirklich von der Verarbeitung her, ihr habt so Kunststoffverbinder verwendet. Ja, das sind Cabineos heißen die. Das sind, die gehen in eine Metallmuffe auch hinein. Das heißt, wenn ich die auch wieder auseinanderschraube und wieder zusammenschraube, haltet das, weil die Metallmuffe im Holz drinnen ist und nicht das Holz verletzt, wie bei einem schwedischen Möbelhersteller, dass ich es nicht mehr zusammenbauen kann, wenn ich es einmal zerlegt habe. Ja, dafür ist es ja nicht gebaut. IKEA-Möbel sollen ja auch alle 5 Jahre erneuert werden. Ne? Genau, das geht hier aber schon. Und auch die ganzen Klappscharniere und so, das ist alles Blum. Also das ist wirklich hochqualitativ. Also Sven, du wirst lachen, ja. Wir waren da auf 1300 Meter von der Alm und da hat es ziemlich gerumpelt. Und wir haben den wirklich auf Herz und Nieren getestet und haben gesagt, okay, jetzt schauen wir, ob irgendwas auseinandergefallen ist. Das Einzige, was passiert ist, war im Kühlschrank, da hatte ich eine Marmelade mit und da ging der Deckel auf. Aber sonst hält alles, weil wie gesagt, diese Cabineos sind wirklich in einer Metallmuffe verschraubt. Und das ist echt... Ja. Wenn du gerade nochmal aufmachst, wir müssen noch einmal zeigen, was Cabineos, weil wir reden jetzt da eine halbe Stunde drüber. Das sind diese Teile hier, die da oder welche? Na, das sind die hier. Warte mal, die da sind das. Ja. So. Und ich verstehe. Das heißt, die Möbel sind damit verschraubt. Genau. Und da gibt es ein eigenes System, wie du das verschraubst. Mhm. Und, ich meinte eigentlich eben diese Verbinder hier, die machen auf mich auch einen extrem stabilen Eindruck. Ja, aber das sind einfach ganz normale aus dem Baumarkt. Okay. Aber das sind wirklich, die sind von Lamello und wir sind eigentlich sehr zufrieden mit denen, ja. So, hier sieht man auch sehr schön. Das heißt, du bist hier nicht, du stehst nicht auf dem Stahlboden. Du hast nochmal einen Boden draufgelegt auf dem Boden, richtig? Ist das hier, also hier, wo wir hier draufstehen, weil ich habe gesehen, genau. Da ist ein Doppelboden. Ja, also da siehst du, ich habe den gewählt, ich fand den einfach sehr hübsch. Ja? Ich darf das nochmal zeigen, wenn du gerade nochmal aufmachst, da sieht man nämlich ein Detail, das man so nicht sieht. Da ist nämlich, liegt eine Platte auf dem eigentlichen Boden. So, und die ist drüber gebaut. Und deswegen hast du auch keine kalten Füße. Weil ich kann mir vorstellen, wenn du nämlich direkt auf dem Alu-Sandwich stehen würdest, das war nämlich die Frage, warum ihr keine kalten Füße habt, ja. Ja, genau. Also erstens natürlich, weil 4 cm auch am Boden gedämmt ist. Also das merkt man auch. Es kommt von unten keine Kühle rauf. Ja? Und das andere ist natürlich, dass da noch eine Vinylschicht oder dieser Boden drüber ist, der auch ein bisschen eine Dämmung hat. Und wir können eben auch bei Minusgraden da barfuß gehen. Also es ist jetzt nicht das Problem. Es ist eigentlich wie zu Hause, kann man sagen. Gibt noch so einen Trick. Es gibt im Internet eine Firma, die baut Fußbodenerwärmung und die kosten, also ich glaube, eine Stromaufnahme 10 Watt haben die und eine 400 Wattstunden Batterie würde 40 Stunden halten mit denen und dann kannst du die... Also ich hätte es noch nicht vermisst. Ich bin so ein Typ, ich brauche immer warme und da könntet ich ihr... Auch. Ich habe immer kalte Füße, aber es ist dadurch, dass hier sind die zwei Auslässe, ja. Und ich meine, du hast hier ja einen relativ kleinen Raum, der ist sofort warm. Ruckzuck, mit 2 kW. Wenn du, wenn du die Schuhe ausziehst und du stellst dich hierher, es ist bachelwarm. Ja? Hm. Was ist? Bachelwarm. Bachelwarm. Also wirklich warm. Gut, die Wiener. So, zeig mal hier, die Roomtour geht weiter. Was ist hier hin? Da ist... Also da haben wir einfach ganz einen klassischen Schrank. Ja. Aber auch wieder rausnehmbar. Und da sagst du, das ist ein bisschen aufwendiger. Ja, weil es nämlich hier auch verschraubt ist natürlich. Hier ist es fest angemacht an die Seitenwand. Das heißt, man kann es aber zurückbauen, theoretisch. Und könnte ja auch mal sein, Auto hat einen schweren Schaden und es lohnt sich nicht mehr, die Rückwand auszutauschen. Kannst du die Möbel rausnehmen, kannst du den nächsten reinmachen. Genau, entweder das oder wenn halt wirklich einmal irgendwo du bist auf Reisen, das ist einmal irgendein Brett kaputt oder so, aus irgendeinem Grund, ja, dann kannst du es auch überall austauschen. So, also, mach mal da auch was vielleicht dann. Vielleicht nicht so hübsch in der Zeit, aber... Da haben wir die Polaroid-Kamera. Ist das die? Zeig mal bitte. die Instax. Ich liebe die, ja. Also einfach hier sag mal, bitte mal. Nee, bitte mal in die Kamera halten. Weil die Leute wollen das ja kaufen anschließen. Die wollen ja wissen, was das ist. Also das Ding heißt Instax Mini. Die Filme selber sind nicht ganz billig. Aber das Coole ist, du kannst sie nicht löschen, du kannst sie nicht verändern. Die sind für die Ewigkeit. Warte mal, wir machen das mal so mit deiner... Echt, das kommt jetzt raus? Das kommt raus, dauert ein bisschen, bis sich das dann entwickelt. Man muss das immer... Man muss es nicht schütteln. Ich glaube, das ist ein Gerücht. Jetzt ist es weiß,
Ja. Und verkehrt hinlegen und warten. Genau. In ein paar Minuten haben wir es. Wie cool. Und das ist, wenn es warm ist, geht es, glaube ich, schneller. Genau. Gut, so. Okay, ja, dann da. Unten ist es so wie oben, also auch hier kannst du natürlich auch Böden reinmachen, so viel du möchtest und wie du aber das hier brauchst. Ist ja ganz viel Stauraum. Das ist dieses Quick Clean. Da ist es an der Seite. Und das sind so Stoffmuster. Also alles, was das Herz begehrt, könnt ihr dann realisieren. Sag mal, Bauzeit, wenn ich jetzt einen bestelle bei euch, wie lange muss ich denn warten? Also es liegt weniger an uns als an dem Reinhold. Nein, man muss sagen, also 4 bis 6 Monate muss man rechnen. Also die Fahrgestelle, die baut ihr dann für euch. Habt ihr welche schon vorbestellt oder macht ihr das Bild per Order? Also noch machen wir es Step by Step, weil wir es eigenfinanzieren. Und wo wir mal schauen wollten, wie wollen das die Leute überhaupt? Ja? Wir also gehen davon aus, weil von ich will euch. Also ihr seid, weil man kauft ja ein Unikat und das ist ja das, was die Leute wollen. Es geht ja auch um Stil, es geht um eine Marke, die ihr aufgebaut habt. Du kaufst ja die Marke mit. Absolut, und das System ja. mit. Weil nachbauen kannst du es immer noch. Aber es gibt ja Leute, die sind handwerklich total unbegabt, so wie ich. Also ich bin ja auch Fachinformatiker. Genau, das Schöne ist einfach, du kannst es aber auch austauschen, wenn du möchtest. Wenn du sagst, ich möchte andere Vorhänge haben, dann nimmst du die. Also das ist ja auch alles magnetisch, ne? Auch und, magnetisch. Und dann sagst du einfach zur Schneiderin, bitte mach mal da einen anderen Stoff vielleicht mal rein. Ja, weil Mama, die Vorhänge sind magnetisch. Ja, also bei uns ist alles magnetisch. Ist alles magnetisch? Ja, alles. Und wenn du kochen willst draußen, gib mir mal her, Christoph. Der ist auch magnetisch, der Kocher. Na so. Und dort, wo ich koche, dort habe ich meine Kräuter, ne? Und das hält während der Fahrt, das fällt nicht runter? Die Kräuter stellen wir meistens daher, weil da Wasser auch drinnen ist. Ja. Ah, okay. Das ist, also während der Fahrt stellt ihr sie runter. Wenn man steht, kann man sie hochstellen. Und dann hast du ein großes Spülbecken mit drin. Ist der Wasservorrat, hat sich das bewährt eigentlich? Also für uns passt es voll gut. Wir haben meistens mit 19 Liter aus. Und wenn wir mehr brauchen, wie gesagt, wir haben 2x19 hier verbaut. Die sind hier drin, hier genau. Drunter, gell? Zeig mal. Da kommst du von innen ran, die kannst du einfach austauschen, die kann man super desinfizieren. Da habe ich übrigens eine ganz tolle Geschichte für euch. Kommt aus dem Saarland, eine Nanobeschichtung, die wird einmal von innen aufgetragen und die härtet dann aus, dauert 6 Stunden und dann ist das Wasser immer keimfrei. Ohne Ausnahme. Okay. Weil das war der Grund, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich gar nicht, dass überall in den Leitungen, und ich weiß nicht, wo das Wasser steht und grauslich wird. Ihr müsst das einfach nur beschichten innen. Wir haben also ganz normales Wasser genommen, haben das in ein Glas getan und haben das 6 Monate stehen lassen. Einmal mit Beschichtung und einmal ohne. Ja. Das mit stinkt. Ja. Nein, gar nichts mehr. Cool. Ja. Das liegt daran, die haben eine Nanobeschichtung entwickelt, ja. die Bakterien von innen aufpiekst. Das heißt, also wenn die drüber gehen, das ist funktioniert und sind mittlerweile Krankenhäuser beschichtet, U-Bahnen, kannst du alles mit beschichten. Es hält, glaube ich, 5 Jahre und dann muss man es neu auftragen. Ich habe es sogar dabei, kann ich euch gleich mal zeigen. Es gibt es noch nicht, also es ist eine neue Erfindung, kommt im März, wenn wir das veröffentlichen. Und dann, wie gesagt, kannst du das beschichten. Du kannst die Oberfläche hier beschichten oder den Kühlschrank und es gibt nie wieder Schimmel. Okay. Das ist kein Witz. Also die haben das erfunden, gibt es ein Patent drauf und ist entwickelt. Die Dings hat es getestet hier, diese Campingzeitschrift, diese ganz große. Die haben einen großen Test gemacht. Caravaning, genau. Habe ich im Auto. Kann ich euch gleich mal zeigen. Ja, okay. Das ist richtig krass. Also du, zeig mal bitte. Also es gibt so viel Erfindungen, die es wert sind zu machen. Und hier siehst du jetzt auch den Sinn. Von diesem Deckel auf der Box, weil dann kannst du das nämlich doppelt benutzen. Genau, du kannst das Tisch benutzen. Ja. Du kommst eben jetzt hier zu der Küche dazu. Auch hier, wenn du die Platte nicht brauchst, gehen wir sie auf die Seite. Und stellst hier einen Kocher her und kannst sofort kochen. Also wie gesagt, wir fahren im Sommer immer mit einem zweiflammigen. Im Winter machen wir eigentlich... Wir kochen da weniger, eher nur Tee und so. Da gehen wir lieber essen, wenn wir nur so Wochenende oder so unterwegs sind. Also meine Frau, die will immer essen gehen, die will gar nicht kochen im Wohnmobil. Sie hat gesagt, ich fahre da auch nicht in Urlaub und dann... Ja, also ein Fisch da herinnen kochen, ich mag es nicht. Aber es ist, kann man, muss man nicht. Ein Fisch da herinnen kochen, ich mag es nicht.
Ich liebe euch. Das ist klar, die Wiener werden jetzt sagen, der hat einen Knall, ja, der Piefke soll man den Mund halten. Aber ich habe ja nicht so viel mit euch zu tun. Ja. Ihr wart in Wels eigentlich nicht auf der Messe? Hoffentlich mehr in Zukunft. In, ne? Wels wart ihr auf der Messe? Ja, ja. Achso, die Reaktion, nicht, ne? Keine Zeit, ging nicht. Kann ja nicht überall sein. Wir kommen jetzt zur CMT. Nach München kommen. Zu Free. Also, was man auch noch sagen muss, also wir fahren dann auch oft mit dem doppelten Zweiflammer und dann kannst du da einfach, machst das Fenster auf, wir haben in der Deichselbox diese riesige Gasflasche, wenn du dich erinnern kannst, und kannst da auch herinnen kochen, weißt du? Und somit bist du total flexibel, brauchst keine Gasprüfung machen und du hast hier für mich was wichtig, ich brauche hier den Platz, weil normalerweise ist immer alles verbaut, ja, und ich habe gern Platz. Wanderkurs. So, wir nennen jetzt mal keinen Preis, weil das ist ja auch Verhandlungssache, was der Kunde gerne an Extras haben möchte. Ja. Da wir sind ja jetzt kein Hobby oder so, der eine Preisliste hat, die nicht veränderbar ist, sondern wir können das natürlich auch anpassen. Und wenn jemand sagt, er möchte jetzt keine Markise haben oder eine andere Markise, dann machen wir das auch. Ja. So, Landstromanschluss hat er ja, Außenstromanschluss, und dann kriegst du hier 230 Volt. Die Batterie wird auch geladen, nehme ich an. Ihr habt ein Batterieladegerät drin. Nein, haben wir nicht. Also ja, die Batterie wird geladen, wenn ich Landstrom anstecke. Ja, ja, klar. Und wir haben hier auch 65 Watt USB-C für einen Laptop. Notebook und dann. Genau, weil wir auch hier drinnen arbeiten. Ja. Also das ist jetzt, vielleicht sollten wir mal in die Arbeitssituation kommen. Ja, mach mal. Ja. Arbeiten ist, bin total. Machen nicht alle, aber ich finde halt dort, wo man ist. Das Problem beim Arbeiten am Bildschirm ist ja, dass man immer Sonneneinstrahlung hat. Und vor allem beim Campen. Also das macht es irgendwie ein bisschen schwieriger immer. Und deswegen haben wir das so gelöst, dass du eben auch hier diese Sitzplatte reinlegen kannst. Und jetzt hast du das U in die andere Richtung. Dann schiebst du dir den Tisch hierher. Und dann arbeitest du nach außen und hast keinen Lichteinfall direkt auf deinem Bildschirm. Mach mal, setz dich mal hin. Ja? Das heißt, du musst dann natürlich jetzt ein bisschen mehr reinwurschteln. Aber ich sitze dann so und habe eben kein Licht von der Sonne auf meinem Laptop. Und zum Filme schneiden zum Beispiel arbeite ich so mit dem Ausblick zum Meer. Da draußen kommen die Wellen und ich sitze hier und mache meine Videos. Sagt der Christoph. Mache ich so. Nee, normal wäre jetzt die Abmoderation, würde ich sagen. Genau. Sagt der Christoph und die Claudia und beide sind glücklich bis ans Lebensende. Wir filmen heute übrigens, was ist heute für ein Tag? Der Freitag, Samstag. Samstag, der? Was haben wir, 16? Ja, ich glaube, der 16. ist heute. Ihr seid echt zeitlos, oder? Kann das sein? Ich auch. Da darf ich mal sehen, ob das Instagram, ob das Foto. Boah, ich sehe ja mal gut aus, muss ich ja mal sagen, neben dir. Ja, schön. Also. Eine Überraschung hätte ich noch. Was denn noch? Du hast noch 14% Akku. Dann. Ja, wurden auch gefragt, ob wir einen Fernseher brauchen. Ja. Einmal. Ja gut, dass ihr keinen braucht. Ich habe Kunden fragen, die sagen, wo habt ihr denn den Fernseher versteckt? Ja? Ihr habt einen Beamer. Ich bin aber auch eine Klatschtante. Und wir tun das immer hier. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen zu viele. So, wir können ein bisschen zurückgehen. Mhm. Nein, mit Magneten wieder. Und das hält. Natürlich. Die sind eigentlich fast zu groß, die sind reichen fast auch stark. Klein. Boah, was ist das für einer? Auch magnetisch. So. Mit Akku. Mit Akku. Android-Betriebssystem. Von wem ist der? Nebula heißen die. Nebula. Ich habe ja jetzt auch einen Laserbeamer getestet mit 4000 Ansilumen. Und die hört man gar nicht. Ach, der ist fast tageslichttauglich. Der funktioniert. Stellt er sich selber ein? Ja, der stellt sich mehr oder weniger selber ein. Mal schauen, ob wir ihn richtig positioniert haben. Normalerweise haut das hin. Fahrt jetzt hoch. Mehr brauchst du nicht. Brauchst nur ein Internet. Wir haben auch einen gescheiten WLAN-Router. Mach mal scharf. Das braucht ein bisschen, bis er hochfährt. Ja. Wir haben gestern schon den ersten Film geschaut. Also war was habt ihr geschaut? Cool. Mit der Julia Roberts. Ach, dieser Weltuntergangsfilm auf Netflix. Ja. Der ist ja geil, wo die Teslas ineinander fahren. Genau, hast du den gesehen. Und am Schluss der Atomkrieg kommt. Ja, genau. Der war schön, gell? Ja, da bin ich dann eingeschlafen. Irgendwie war es mir dann doch zu lange Atomkrieg. Fertig.
Echt? Das ist, guck mal hier, das ist jetzt Tageslicht gerade und das funktioniert. Nebula heißt der. Nebula, genau. Das gibt's doch nicht. So klein. Und das ist unser, ist jetzt natürlich hell. Ich bin schon jetzt im WLAN drinnen und... Kannst du mal gerade hinten zumachen, die Klappe? Ja. Sei mal so lieb. Weil da kommt jetzt so viel Licht rein. Der funktioniert aber so gut, ich sehe das jetzt schon, dass man ohne Witz, das ist ja ein richtig tolles Ding. Ich mache mal hier oben zu. So, und jetzt haben wir... Ja, das funktioniert schon. Schau mal, ob... Jetzt kannst du hier Tagesschau gucken. Ah, okay. Keine Internet. Handy, macht nichts, du. Passt. Also Nebula heißt das Nebula. Ding. Wie lange hält die Batterie denn bei Nebula? Einen Spielfilm. Zwei Stunden oder so. Ja gut, du hast ja USB daneben. Glaub, kannst du anschließen. Ja genau, also man kann ja das Kabel rüberlegen und geht schon, ja. Ist oder da Ton? Ton ist auch drinnen, ist gar nicht so schlecht, aber wir können es auch über die Marshall drüber fahren. Also... So, ich muss weiter, aber ich werde eins machen, wenn ihr nochmal auf Messen seid, werde ich euch nochmal besuchen. Ihr seid so ein tolles Paar und ich bin mal gespannt, was eure Kinder sagen, wenn... Nee, das war echt ein schöner Film mit Julia Roberts, am Schluss, wo alle sterben und aber hat die nicht gut gespielt? Also ich fand sie super, ja, sie hat wirklich gut gespielt, ja. Die ist ja so in unserem Alter, denke ich mal so ein bisschen. Ich muss jetzt vorsichtig sein, weil ich sage, ja, ich muss der, bist du für ein Baujahr? Ich bin 73er. 73er. Also ich glaube, sie ist sogar viel älter, ne? 68, nein, du siehst natürlich viel jünger aus. Danke, Sven. So, dann kommt mal raus, dann machen wir die Abmoderation, denn das ist uns die Fernbedienung vom Nebula. Genau. Ey, was wir heute für Werbung gemacht haben, alles. Ja, das stimmt. Ja. Die zahlen uns alle nichts. Die zahlen uns alle. Nee, das stimmt nicht. Aber ich glaube, die Leute wollen ja auch ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen Entertainment. Habt ihr Filme mal gesehen von German Television vorher eigentlich? Ja. Warum? Also, ich habe schon ein paar gesehen, aber mir ist deine Stimme in meiner Erinnerung geblieben. Und wenn ich einen Film höre, dann erkenne ich dich sofort. Okay. Und ich habe gesagt, du, der Sven, der macht das immer so nett. Also, wenn. Dann machen wir das mit dem Sven. Ich komme damals, als die VHS-Kassetten noch da waren, sagen die Leute immer, hast du damals mal Pornos vertont? Und so weiter. Nee, habe ich nicht gemacht. Aber irgendwie war ich 13, dann kam das schon mit der Stimme und dann haben alle gesagt, du musst eigentlich mal ins Radio. Aber ich glaube, so Storytelling heißt auch, die Personality von den Leuten ein bisschen rauskitzeln. Also zu zeigen, wer steckt denn da dahinter? Weil die Leute kaufen ja nicht den Wohnwagen, die kaufen ja die Menschen, die dahinter sind, so ein bisschen. Absolut. Oder? Also das ist auch der Grund, warum manche sagen, boah, und genau das wollen wir vom Preis her, wo ich sage, ja, aber dafür hast du gute Qualität. Es ist wirklich durchdacht, wir leben das und wenn du mal irgendein Problem hast, dann lassen wir dich nicht im Regen stehen. Also ich würde ihn mal nennen, den Wohnwagen, den du nur einmal kaufst. Es sei denn, du kaufst einen größeren, weil ihr könnt das ja noch ein bisschen, ihr könntet es sogar noch ein bisschen skalieren. Also wenn jetzt einer sagt, ich hätte es gern noch größer, Doppelachser baut der König ja auch, dann wird es auch viel einfacher mit dem Gewicht, mit der Verteilung. Das sind auch alles so Sachen. Das ist richtig, aber auf der anderen Seite eben der Vorteil, dass man wirklich überall hinkommt. Ja? Das ist einfach unschlagbar. Und auch wenn du den am Auto anhängen kannst, du kannst auf jeden Billa-Parkplatz, also Rewe-Parkplatz, stehen, weil es sind genau zwei Autolängen lang. Also das geht sich gut aus. Aldi. Ja, wir machen übrigens, bitte auch, wenn sich wer interessiert, wir sind ja in Österreich, wenn sich wer aus Deutschland interessiert. Guckst du gerade in die Kamera bei mir? Ja, dann machen wir auch eine Live-Führung. Wir haben auch eine Full-HD-Kamera mit doppelter Internetleitung und können auch wirklich eine Stunde eine Live-Führung durch unseren Anhänger machen. Ja, wir haben sogar, das letzte Mal haben wir nach Japan gestreamt. Ja? Ein Kölner in Japan, der sich den Wanderkurs anschauen wollte. Machen wir auch. Gerne. Also Wanderkurs, ich zeige es mal gerade, da ist es drauf. Eltern von zwei Kindern, nochmal, wie alt sind die? 15 und 17. Ich bin gespannt, was die sagen, wenn die euch sehen, also vor der Kamera. Weil es ist ja doch, mein Format ist ja doch ein bisschen anders, wie das, was du machst, oder? Du machst ja wahrscheinlich viel auch mit so Skript und Book und machst dir vorher Gedanken, wie es aussehen soll. Oder filmst du einfach drauf rein? Nein, wir haben sehr viel Businesskunden. Also ich bin so bei Dell, IBM und ja, so, wo wir da so Veranstaltungsvideos und Livestreamings machen. Cool. So, sehr schön. So, und da sind wir. Werbung haben wir gemacht für Dometic, für KTM, für die Surfbrettfirma, die Leute, die sehen. Aber das Wichtigste ist, der Laden heißt Wanderkurs. Habt ihr auch die DE? Habt ihr auch schon? Bitte? Die Wanderkurs.de? Ja, gibt's. com.at.de. Die gehören aber euch. Also gibt's, heißt, die gehören und, euch. Und gehören auch uns. Hat es ja auch sehr lange gedauert, den richtigen Namen zu finden. Wir wollten unbedingt eine .com-Adresse. Und Wanderkurs kommt ja eigentlich, die Idee war von Wanderlust. Und Wanderlust, das englische Wort, steht für Fernweh.
Mhm. Und da war es naheliegend, von Wanderlust zu Wanderkuss zu kommen. So, wer die FX30 kennt von Sony, die frisst Batterien, aber wir haben es geschafft, weil ich einen neuen Akku genommen habe. Die haben jetzt die neue Generation von Akkus, hält viel länger, dass wir 1:32 Spielfilmlänge gefilmt haben. Aber hättest du es gedacht? Wahnsinn, ja, da sollte man wirklich jetzt Popcorn auspacken. Sollte man vielleicht davor hinschreiben. Popcorn. So, und ich esse jetzt mal ein bisschen Gemüse und Obst. Ja, kauf den Wanderlust. Heute ist der, ich glaube, der 16. Dezember 2023. Bald ist Weihnachten. Tschüss. Bitte tschüss sagen. Tschüss. Ciao, grüß euch, bis bald.